ist die Footballerei. NFL Freischnauze live. Tut, tut. Konnte man erkennen, dass das ein Hype-Train ist? Nee. Das klingt eher Browns, doch schon seit Wochen aus. Hype-Train, das ist eher, das klingt, kennst du diese Bimmelbahnen, die so durch ländliche Regionen fahren? Ja. So? So an der Strandpromenade entlang. Ja, genau. So Captain. Lukas der Lokomotivführer. Ja, weil das ist hier ja the road to the bowl. Mehr denn je hat sie richtig Fahrt aufgenommen. Dritte Folge jetzt unseres Spezialformats. Wieder am Mittwoch, 19 Uhr live mit Nico. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, wie immer. Es ist mir eine große Ehre, in den heiligen Hallen hier mit dir und dem da zu arbeiten. Genau, Daniel ist auch wieder dabei. Cool, dass du auch dabei bist, Daniel. Nach Chiefs-Siegen immer gerne. Das ist richtig anstrengend. Man muss mal ganz kurz sagen, so, also Leute, diese Sache, ich habe ja ein Trikot. Ja. Und ich feiere ein Team. So. Aber dieses Durchdrehen immer so, nur weil jetzt die Chiefs mal ein Spiel gewinnen, hier ist auch das Studio damit zu behängen. Ja, wir haben das eigentlich ist hier wichtig mit dem Original-Trikot. Ja, wir haben eigentlich gedacht, das wäre das Super Bowl-Finale, was wir da liegen haben mit den Packers und den Chiefs. Und es ist immer anders gekommen. Wir waren vorbereitet. Hat nicht ganz geklappt. Ich muss dir aber, so brutal es auch ist, sagen, es kann nur noch maximal ein Sieg in dieser Saison dazukommen für die Chiefs. Das ist eine bittere Erkenntnis, oder? Ja, es wird für Andy Reid auch, der will ja eigentlich Bill Belichick noch aufholen in der All-Time-Sieg-Rangliste. Es sind zu wenig Spiele in der Saison, das ist echt eine Schwierigkeit. Mir ist gerade aufgefallen, Chris, wir haben das Fenster offen gelassen, aber es finden ja gerade nicht so viele Konzerte statt drüben. Also ich glaube, man wird es nicht hören. Hattet ihr schon mal bei einer Produktion die Situation, dass ihr hier Fenster auf und auf einmal fällt drüben Tor und... Es war schon mal, das Internet ist ausgefallen bei Pink. Da war Pink im Volksparkstadion oder in der Arena, ich weiß gar nicht mehr. In der großen oder in der kleinen Arena, Chris, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube im Stadion. Im Stadion, da hatten wir kein Internet mehr. Da hat Pink das gesamte Internet abgezapft. Das Internet war alle. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, weil an dem Tag war Chris Esiala hier, der deutsche NFL-Profi, der für die Ravens gespielt hat. Und den wollten wir eigentlich in der Sendung live dabei haben. Und dann hatten wir aber kein Internet. Aber dann haben wir es produziert, also real-life das Interview mit ihm gemacht. Mhm. Ansonsten fliegen hier auch sehr viele Flugzeuge normalerweise drüber. Also du kannst das Fenster eigentlich nicht offen lassen. Aber auch das ist ja im Moment nicht der Fall. Ja, gut. Ich hatte mir so, obwohl... Viel zu feiern gab es ja auch nicht in den beiden Hallen, ob da mal irgendwie große Jubelstürme gewesen wären. Da kommt der Bremen-Fan wieder raus. Jeder zweite Tag war ein Konzert in der Barclaycard Arena. Stimmt. Auch und ein paar Türchen hat der HSV ja auch geschossen. Stimmt auch wieder. Ja. Zumindest in der zweiten Liga. Und dann kommt immer, hey, Hardcore oder so, ne? Ja, ist guter. War okay, zumindest mal so. So, Road to the Bowl, dritter Teil. Wir haben wieder viel vor. Swag der Woche, damit starten wir gleich, unser Swag der Woche. Wir vergeben heute Awards, nämlich unsere persönlichen MVP-Awards und unsere persönlichen Fail-Awards. Da seid ihr natürlich auch wieder gefragt, euch zu beteiligen und eure Awards zu nennen. Dann skypen wir noch mit Ralf Gunesch, ehemaliger Fußballer, jetzt DAZN-Kommentator und großer NFL-Fan. Mit dem reden wir über seine Leidenschaft NFL. Und hinten raus sprechen wir natürlich auch wieder über Fankultur, diesmal über die Chiefs. Das freut Daniel ganz besonders. Er hat da auch noch die ein oder andere Frage für uns wieder vorbereitet, Nico. Ich bin sehr gespannt. Aber ich habe was von Multiple Choice diesmal gehört. Also vielleicht ist es genau, muss man ein bisschen einfacher als letzte Woche. Nico war letzte Woche etwas enttäuscht, dass er so Schwierigkeiten hatte, die Antworten zu finden. Jetzt wollte er Multiple Choice. Wir haben das natürlich gemacht. Amerikanischer Sport, amerikanisches Bildungssystem nutzt ja sogar einen Test im Abitur dann sozusagen. Jetzt, Multiple jetzt, Choice. Jetzt. Wir haben das mitgenommen. Jetzt fängst du an, dass sie so positiv, wie er mich dafür, ey, wir machen kein Multiple Choice. Das musst du so aber wissen. Selbst der Wonder League-Test bei der NFL Combine ist auch Multiple Choice. Ich glaube, in den USA ist alles Multiple Choice. Ja, genau. Das ist, und dann gibt es noch eine Weltpremiere am Ende der Sendung. Es wird nämlich erstmals in der langen NFL-Geschichte das Spiel um Platz 3 ausgespielt. Das Spiel um Bronze. Und da seht ihr dann Nico und Daniel an der PlayStation beim Duell Packers gegen Bills. Ich freue mich drauf. Platz 3 ist ja auch ganz 1-1 steht im Moment, ne? Ich hatte das Gefühl, dass Nico da auch irgendwie Probleme hat, dass die Bills ausgeschieden sind und die jetzt nochmal zum Leben erwecken wollte. Aber das machen wir gerne heute. Ich muss euch sagen, wie es. Aber gut, da kommen wir noch. Aber du, das ist. Oh, das ist ein gutes Team. Ich finde mal ganz kurz, um die Community reinzuholen. Wir versuchen euch hier immer einen Teil zu nehmen zu lassen mit euren Kommentaren. Pluff MVP ist sehr enttäuscht, dass es viel weniger technische Probleme gibt. Das sind schon mal die guten alten Zeiten, das hat man immer gute Erinnerung. Kutsche, was ist da los?
Viel ja, weniger Technik. Das war hier auch schon so richtig. Ja, wir arbeiten dran, dass wieder was schief geht. Könnt ihr die Uhr nachstellen, dass das passiert? Aber da gab es auch schon eine ganze Reihe, Chris. Ne? Mal waren wir eine Viertelstunde zu spät, dann war das Netz weg. Dann war die WLAN-Verbindung natürlich schlecht. Dann war der Gast plötzlich nicht da, der angekündigt war. Gab's alles schon. Aber das gehört ja auch dazu. Aber ich finde, in der ersten Sendung mit Sebastian Vollmer hatten wir kleine technische Tonprobleme. Also, ja. Also wir haben uns da schon Mühe gegeben, ein bisschen was reinzuholen. Ja, das gehört auch ein bisschen dazu. Wie heißt es so schön, das ist live? Das kommt vom Herzen, das ist für euch, Leute. Und ihr habt natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, hier aktiv mit einzusteigen. Deswegen quatscht uns voll. Daniel wird dafür sorgen, dass alles, was ihr da in den Chat schreibt, auch irgendwie bei uns landet. Habt vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, auch in Ralle. Ne? Also die meisten werden ihn ja sicherlich über den Fußball kennen, aber ein bisschen Football-Herz hat er auch. Und darum geht es hier in dieser Sendung auch, dass er halt eine große Liebe für den Sport hat, wie wir auch. Ich glaube, ihr könnt ihn nicht so Sachen fragen wie... Wie ist die D-Line der Packers aufgebaut? Da kann dann die beiden wieder mehr fachsimpeln. Aber wir wollen heute darüber reden, warum es so geil ist, sich so auf den Super Bowl zu freuen. Und deswegen stellt Fragen, ne, seid dabei und so weiter. Ja. Flo 1892 hat auch noch eine Frage an dich, Nico. Wann ist Ralle denn wieder regelmäßiger am Montag um 17.30 Uhr zu sehen? Das müssen wir mal bei ihm klären. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein Mix. So, aber ich glaube, man kann das so formulieren, wenn Ralle kann, ist Ralle da. Hm. Und das ist auch die geilste Kombo. Ich habe ja so viel Freude daran, genau, weil das so ein bunter Haufen ist da bei Rocket Beans mit den Nils und Etienne, den Köpfen Tobi Escher, der ein Wahnsinnsexperte ist. Und dann hast du auch Ralle an der Seite, der als Ex-Profi ja auch nochmal eine ganz andere Sicht bringt. Ne? Also der hebelt mal so herrlich schön auch mal manche Dinge aus, von denen du denkst, das ist wie so ein, wenn du so einen Profi hast, ne, der wirklich dir mal erklären kann, was es bedeutet, da auf dem Platz zu stehen. So. Und deswegen mag ich diese Kombo so gerne. Also ich hoffe, so viel wie möglich diese Saison noch. Sehr gut. Also wie gesagt, Daniel hat es gesagt, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Das kennt ihr aus der Footballerei. Beteiligt euch bitte fleißig, auch ihr sollt zu Wort kommen. Wollen wir mit unserer ersten Rubrik einsteigen? Was haltet ihr davon? Swag der Woche. Sehr gerne. Nico, du hast wieder die große Ehre anzufangen. Was war denn dein Swag der Woche aus der NFL? Große Frage ist, warum muss ich eigentlich immer anfangen? Ist das so, schiebt ihr mich so nach vorne, damit ich... Ja. So ein bisschen kurz Pause, ja, ne? Ja. Okay. Weil du es kannst, ist die Antwort. Oh. Ich meine, wer die 1 auf dem Trikot hat, der muss als erstes anfangen. Ja, stimmt, scheiße. Mein Fehler. Steht denn auch Tour hinten drauf eigentlich? Natürlich. Ja, sehr selbstverständlich. Also, eine große Frage, entschuldige, ja? Wenn ich dich noch einmal unterbrechen darf. Du darfst auch wie viel das bald wert ist. Also ob Tour auch nächstes Jahr noch bei den Dolphins spielt, vielleicht. Das ist so ein Ding, ne? Ist da eine große Wertsteigerung. Würdest du den Watson-Trikot auch von den Dolphins holen? Also, nee, ich habe ja nur 1. Ich bleib bei dem einen Trikot, mehr mache ich nicht. Ein Trikot. Du klebst Leute. Dann hinten auf dem Trikot dann Watson über. Finde ich gut. Das ist eine smarte Lösung. Ein Trikot. Ich wechsle vielleicht ab und zu die Farbe, aber es bleibt ein Trikot. Mein Swag der Woche ist, und das fand ich ganz geil, weil das so ein zufälliges Fundstück war, dass ich so, ich habe ja so ein paar Leute um mich rum, mit denen ich mich dann auch immer ein bisschen hier versuche vorzubereiten und so, dass damit aufgetaucht ist, dass der gute Lil Wayne Song über die Green Bay Packers gemacht hat, der offensichtlich Green Bay Packers Fan ist. Ob er auch Anteile hat, weiß ich noch nicht, habe ich nicht herausgefunden, aber wir können es hier ja leider nicht abspielen aus rechtlichen Gründen, aber ich würde euch jetzt alle bitten, das mal zu suchen. Ich muss kurz davor gucken, wie er richtig heißt. Genau, Green and Yellow heißt er auch. Natürlich nach Black and Yellow von Wiz Khalifa nachempfunden. Und ist halt eine Liebeserklärung an die Green Bay Packers. Und ich finde das geil. Und es hat gerade, wenn es um die USA geht, was so bei Rappern, für mich auch noch mal so ein bisschen mehr ein Gefühl von, ist cool. Weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, wenn in Deutschland Leute Songs über ihren Verein machen, klingt es halt mehr nach Schlager. So, also da haben wir mit Jan Delay und Werder Bremen eine schöne Ausnahme gehabt, der einen richtig schönen Song gemacht hat, wie ich finde. Und es gibt mal ab und zu einen drumherum und so. Aber es ist halt schwer. Und hier ist es halt einfach ein krasser Rapper, der einfach mal für ein Team, wo ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht sagen würde, dass das zusammenpasst, auf einmal eine Hymne schreibt. Also deswegen war es mein Fundstück und Swag der Woche. Ich habe den Link des YouTube-Videos einmal in den Chat getan. Da können die Leute es auch einmal sehen. Mhm. Ganz simpel. Natürlich erst nach der Sendung bitten wir drum. Aber dann könnte man einfach Second Screen. Geht alles, die Footballerei-Community. Ihr macht das jetzt so, ihr seid ja auch alle Streamer und so, ihr zieht das jetzt in den zweiten oder dritten Monitor, der so hängt, dann könnt ihr es da so laufen lassen und könnt auf dem ersten und zweiten hinzugucken.
Ich fände es ein bisschen schade, dass die deutsche Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft irgendwann aufgehört hat, Songs zur Fußball-WM rauszubringen. Das war früher, finde ich, immer ein großes Highlight. Jetzt, um die Verbindung zu schaffen, Deutschland, ich musste gerade, habe eigentlich gedacht, du erzählst was ganz anderes. Nämlich EQ St. Brown ist ja am Wochenende für die Packers gespielt und ist zum Stadion gekommen. Wäre auch ein Swag, haben wir nicht genommen. Ja. In Deutschland-Trikot mit Hose und so weiter. Und ehrlicherweise ist es für mich immer so ein bisschen so ein Fremdschämen, unangenehm Gefühl, wenn er da so einen vollen deutschen Outfit zu einem Spiel geht. Das war schon irgendwie merkwürdig. Ich verstehe voll, was du meinst. Also, wir machen jetzt ein großes Fass auf, dass wir gleich wieder zumachen können. Ja. Ich habe für mich immer so ein Gefühl von, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft ist für mich wie so ein Fußballtrikot einfach. Und diesen Bezug kann ich verstehen. Aber dieses Gefühl, das du beschreibst, dass dann, wenn er da mit so einer Deutschlandflagge umhält, das ist, man kann sich auch, glaube ich, nicht ganz erklären, warum das immer so ein bisschen sich anders anfühlt, als wenn da die großen USA-Flaggen 200 mal 350 Meter im gesamten Spielfeld. Ja, das finden wir cool. Beim Pro Bowl. Pro Bowl, genau. Also, das war unfassbar. Das war eine ganze USA-Flagge. Das siehst du ja im Fernsehen ganz oft nicht. Aber die haben wirklich über das gesamte, die sind so eine große Flagge, die über das ganze Feld geht, was einmal einnimmt. Ist schon beeindruckend. Und da hat man dann keinen Antipatriotismus. Das stimmt schon. Ich will aber mein Zweck der Woche darüber zu leiten. Ich würde einmal nachfragen, vielleicht habt ihr den Namen drauf, weil ich habe ihn gerade nicht drauf. Es gibt einen NBA-Spieler oder einen NFL-Spieler, ich weiß es gerade nicht genau, der auch oft ein VfL Bochum-Trikot trägt. Habt ihr das mal mitbekommen? Ich habe das bei Twitter mitbekommen. Ich meine, dass der The Greek Freak irgendein Fußballtrikot anhatte. Hm. Ich weiß nicht, ob es VfL Bochum war, aber vielleicht war es die Community. Ja, also. Von Gekas. Ja, das kann sein. Das war noch das alte VfL Bochum-Trikot mit Faber vorne drauf. Und der Regenbogen. Ja, und der Regen, genau. Und, ich glaube, es war ein Basketballspieler. Ich bin mir ganz sicher. Aber was so Trikotflex angeht, ist ja auch Snoop Dogg ein ganz großer, ne? Der Fußballtrikot ist wie kein zweiter Sport. Ja. Und den du auch schon in einem oder anderen deutschen Bundesliga-Trikot gesehen hast. Aber, Leute, Lil Wayne, Green and Yellow. Gary Trent Jr. war es übrigens, der das Faber-Lotto VfL Bochum-Trikot getragen hat. Ach, das ist aber noch ein anderes als das, was ich im Auge hatte. Aber spannend, okay. Ein Basketballer. Ein NBA-Spieler, genau. Ja, okay, alles klar. Gut. Dein Zweck der Woche, Daniel? Ist Davante Adams. Und zwar nicht vorher, normalerweise den Swag ja ganz oft, wenn die Leute ins Stadion gehen, sondern wie es war, Davante Adams hatte ganz besondere Schuhe an. Ist auch ein Partner von Air Jordan oder von Nike und hat während des Spiels am Wochenende, vielleicht hat er sich ein bisschen zu viel auf die Schuhe konzentriert, Air Jordan 1 Dior getragen. Ja. Die sind als Sneaker vor, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr, da weiß Nico wahrscheinlich fast sogar mehr, auf den Markt gekommen. Konnte man ganz ausgewählt kaufen. Hätten, glaube ich, 2000 Euro im Retail gekostet, also wenn ich sie gekauft hätte. Die Preise dafür gingen relativ schnell hoch, zwischen 12.000 und 20.000 US-Dollar, wenn man sie wirklich nachher kaufen wollte. Also wirklich ein richtig teurer Schuh. Und er hat daraus Footballschuhe gemacht und hat sich die, und das, ich muss es ablesen, Dan Marsh Gamash, ein Air Jordan Customizer, hat ihm Footballschuhe gemacht aus dem Air Jordan 1 Dior. Ja. Die sind letzte Woche schon ein Thema gewesen bei der Inauguration von Präsident Biden. Hat, glaube ich, der Cousin von Kamala Harris hat auch den richtigen normalen Sneaker getragen, was sich auch schon ein bisschen komisch anfühlt, wenn da so ein Politiker-Verwandte dann plötzlich irre teure Schuhe anhat und Sneaker bei der Inauguration. Der Fischer hat früher auch immer Sneaker getragen. Ich glaube, die waren günstiger. Hm. Aber wenn das der Fakt ist, das zählt in den USA ja nicht. Da geht es ja schon darum, du hast es geschafft, du stehst da, also flexst du auch mit den teuren Sneakern. Also ich je nachdem, wer das war. Wenn es der Neffe gewesen ist, so 20 Jahre, und er steht oben mit da drauf, ja, und da so, 35, ey. 35? Ja, aber ist dann, okay, ist ja so ähnlich. Ja. Es gibt ja Leute, die... Der Speaker war vorne zu sehen, im großen Bild, und hinten saß am Anfang eher nur die Air Jordan und die Jordan-Fans sind schon ausgerastet. Und jetzt so ähnlich. Also ich glaube, am Ende super krasse Schuhe, wenn man sich die anguckt. Ja, immer zu sehen. Ich glaube, wir haben auch ein Bild eingeblendet. Schon ziemlich cool, die zu customizen, da reinzugehen, aber auch eine Aussage. Und ist immer ein bisschen die Frage, wie geht man so ein Spiel ran? Konzentrieren wir uns auf Sportliche? NFL-Stars konzentrieren sich oft auch nicht nur auf Sportliche. Und vielleicht am Ende die 1, 2, 3%, die dann fehlen, um das Ding zu gewinnen. Seid ihr so Sneaker-Freaks? Habt ihr viele Sneaker zu Hause? Ist eine ernste Frage. Ist eine ernste Frage. Okay. Okay. Alles klar. Ja. Gut. zu viel. Aber sagen wir mal so, ich habe mein Sneaker-Game. Guck mal, ich weite die Geschichte kurz aus, geht schnell. Ihr in der Jugend,
hatte bestimmt auch Kumpels um euch rum und dann ging's los und die ersten Partys und dann saufen wir und dann gehen wir in die Discos und dann gehen wir Vollgas und so. Kutsche, ich schätze dich so ein, du warst... So war ich nie. Du warst auch einer von denen, die die Stempelkarte halt bis zum Anschlag voll hatten, um dann irgendwie... Oder... So was gab's bei uns zum Glück nicht, aber ja, du weißt, also, wäre wahrscheinlich dabei so, gewesen. Ja, so tagesvollster und sowas alles. Ich war auch mit auf den Partys, habe aber nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Hab das Geld halt gespart. Und hab mir einen Sneaker gekauft. Und das mache ich original, seitdem ich keine 14, 15 bin. Und hab halt jetzt über die 15 Jahre meines Lebens so viel Sneaker zusammengesammelt, dass ich halt einfach durch... Ich bei sowas drehe ich nicht durch. Also ich finde, es gibt für mich so ein Limit, das ist höher geworden über die Jahre. Das ist so das Maximale, was ich für einen Sneaker ausgeben würde. Aber darunter feuerfrei. Und ich habe so vor 5, 6, 7 Jahren bin ich voll auf Jordans wieder umgestiegen. Seitdem trage ich nur noch 3er und 4er Jordans. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Alles klar. Was mit dir? Bei mir, glaube ich, nicht ganz so krass wie du, aber zu Hause nochmal so 5, 6, 7 Kartons mit nicht getragenen Sneakern, die so langsam im Wert steigern, muss ich ehrlicherweise sagen, gibt's auch. Du bist eher Air Jordan 3 und 4, ich bin eher Air Jordan 1, also der Dior hat mir gefallen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich da auch registriert, konnte man in Deutschland nur in Düsseldorf bekommen, im Dior-Shop. Du registrierst dich, hoffst dann so ein Ticket zu bekommen, um nach Düsseldorf zu fahren und 2000 Euro da auszugeben. Kannst dann aber auch aus dem Store rausgehen, das für 10.000 Euro jemand anders geben. Also das hätte sich gelohnt. Ich finde das super spannend. Das ist ein bisschen wie Aktien. Es ist trotzdem irgendwie nett, was Besonderes zu haben. Also vierstellig ist das am Ende auch, was bei mir zu Hause noch rumliegt. Und mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Tja, ist ganz lustig. Ich habe so heute wieder bei eBay Kleinanzeigen Geld ausgegeben. Für Sneaker. Okay. Aber du bist eher eBay Kleinanzeigen als StockX? Ja, um mal einmal in die Expertendiskussion reinzugehen. Ja, echt, ich merke das schon. Ja, aber StockX, weißt du, diese Gebühren sind einfach zu. Wenn du bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen dickst und ein bisschen verhandelst, wird es günstiger. Und dann mit deiner Backspin sagst, nee, hey, nee, kriegst du ein bisschen Merchandise. Mach ich nie. Ich mach das immer unter einem anderen Namen, damit die auch ja nicht wissen, dass ich das bin. Ich wollte einmal noch aus der Community Bennett grüßen. Ja. Der mag mich sehr gerne scheinbar. Ich grüße dich gerne hier in die Kamera. Schön, dass du auch dabei bist und trotzdem jede Woche dabei bist, obwohl ich dich so störe. Das finde ich schön. Komm, Benning, reiß dich zusammen. Daniel ist ein guter. Man muss dir vorstellen, wenn er es schafft, hier zum dritten Mal hintereinander neben Kutsch und mir zu sitzen, dann ist das ein Approval. So. Und dass ich ihn immer die ganze Zeit anmache, wir sind auf einer Seite, weil der bescheißt mich jede Woche bei diesem Spiel. Und trotzdem habe ich letztes Mal gewonnen. Und heute, ich habe da vorhin schon wieder Einstellungen gesehen. Nee, vorletztes Mal habe ich gewonnen. Aber trotzdem ist er ein guter. Wir wollen einmal ganz viel Liebe für Daniel, weil das ist auch die Überleitung des Todes. Ganz viel Liebe ist auch mein Zweck der Woche. Es geht um Camille Kostek. Chris kann das Bild ja gleich mal einblenden, was sie nach dem Sieg der Buccaneers bei den Packers gepostet hat. Sogar 3 Stück. Camille Kostek ist die Freundin von Gronk, von Rob Gronkowski. Ich habe am Montag, der ist heute rausgekommen, ein NFL-Boulevard mit Max produziert. Ist der Hype um Trevor Lawrence eigentlich berechtigt? Und da ging es auch darum, dass er seit der Highschool schon eine Freundin hat, die sie jetzt auch verlobt sind und so weiter. Also wie wichtig es ist, auch eine Konstante im Privatleben zu haben, vor allem für Stars im Rampenlicht. Das ist Camille Kostek, die auch selbst berühmt ist, war Model oder ist immer noch Model. Patriots-Cheerleaderin. Ex-Cheerleaderin bei den Patriots, war auf dem Cover der Sports Illustrated Swimsuit. Ex-Cheerleaderin hat jetzt nächstes Jahr auch einen eigenen Film, der rauskommt. Da spielt sie mit, Free Guy. Was du alles weißt. Eine eigene Catchphrase hat sie auch. Ich bin gespannt, wie es ist. Never Not Dancing. Und also quasi dein Lebensmotto. Ja, ganz genau. Never Not Rapping ist meins. Okay. Und die beiden, Gronk wird später hier auch noch in dieser Sendung auch noch Thema werden. Ich feiere die beiden sehr, die stehen irgendwie für gute Laune, für Party und trotzdem halten die, glaube ich, doll zusammen. Unter dieses Bild hat sie dann auch geschrieben, I love you, 87. Also das sieht cool aus, ist auch hübsch anzusehen, keine Frage, aber ich glaube, das ist ein ganz geiles Pärchen. Vor allem der Effekt ist ja auch so, wenn du Swag sagst, also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute daraufhin dann loslaufen und sich das Trikot kaufen. Die vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben, die vielleicht ihr folgen und irgendwie denken, das sieht so geil aus, das möchte ich auch gerne. Also vielleicht hole ich mir doch noch mal ein zweites. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein geiles Statement. Auch so. Also auf jeden Fall. Es ist natürlich immer auch gerade für Patriots-Fans dann bitter zu sehen. Die war Patriots-Cheerleader, hat da Gronk gefeiert, kennengelernt wahrscheinlich als Cheerleaderin neben dem Feld den Spieler, so ein bisschen die Highschool-Dream-Story. Und dann wechselt er
nach Florida und sie ist natürlich direkt weiterhin mit ihm hinterher und ich habe mich immer noch gut mit Boston verbunden, aber ja. Eben dann schnell dahin. Hat auch selbst wahnsinnige Reichweite, ich glaube 700.000 Follower oder so. Genau, also schon das irre, ist schon spannend, aber das ist ein Pärchen. Ich weiß nicht, letztes Jahr waren Nico und ich ja beide in Miami während des Super Bowls. Er war im Stadion, ich nicht. Ich hätte aber die Chance gehabt, auf die Gronk Party sozusagen zu gehen. Kostet dann eben ein Ticket, so 650 US-Dollar, haben wir uns dagegen entschieden. Sind zu Hooters gegangen, die billige Alternative. Das kostet ja keinen Eintritt. Ganz genau, außer das Essen, was du bezahlen musst. Ja, aber korrekt. Also aber bei Gronk wäre wahrscheinlich das mit Essen, oder? Das war die größte Party, die da war, parallel zum Super Bowl. Auch tagelang. Und da waren die beiden, also sie auch immer im Schlepptau, eigentlich die große Attraktion, die da völlig ausgerastet sind für Tage. Und das zeigt dann auch so ein bisschen die Richtung, die Gronk macht. Er war dabei beim Super Bowl, aber eben in eine Party direkt am Miami Beach. Wir haben jetzt als nächstes unsere Awards auf dem Zettel, unseren MVP Award, unseren persönlichen Fail Award. Wollen wir Ralf schon dazu nehmen? Lass machen, oder? Ja, ich rufe ihn mal an. Genau, ein Kommentar übrigens war gerade, dass die Vince Lombardi Trophy dir Sicherheit gibt, Nico. Definitiv. Ich kann das verstehen, bei mir ist das dieser Ball. Ich brauche diesen Ball. Ich brauche immer irgendwas in der Hand. So, das ist so, weißt du, das sind so Gewinnertypen. Ne? Genau, eine Frage an dich, Nico, nochmal. Ja, gerne. Bucks-Trikot in welcher Farbe? Rot, Weiß, Schwarz? Ich hätte auch einen Favoriten, aber sie wollen deine Meinung hören. Schwierig. Schwierig. Schwarz hätte ich genommen. Was ist denn mit dir los? Das sieht ja fantastisch aus, Ralf. Moin. Du bist ein echter Flex, was die Hintergründe angeht. Der macht schon immer bei Bundesliga, zieht er immer gnadenlos auf. Ich bin sehr begeistert. Und jetzt? Das freut mich. Ich wollte ja mal ein kleines Statement. Ich wusste nicht, dass Trikots auch erlaubt sind, sonst hätte ich meins natürlich auch angezogen. Ich dachte, man muss halbwegs neutral bleiben. Deswegen habe ich es mir im Hintergrund probiert. Aber wenn Trikots erlaubt sind, würde ich meins schnell anziehen. Darf ich? Ja, mach mal. Ich auch. Sehr gerne. Ist ja auch immer kalt im Lambeau Field. Nicht, dass du dir da jetzt eine Erkältung einsetzt. Er hat's dabei. Ja, genau. Ja, schon. Aber scheint die Sonne bei dir, ne? Das gefällt mir. Ich glaube, er hört dich gerade nicht. Nee. So. Scheint die Sonne bei dir, gefällt mir. Ja. Ich habe ja leider die Sneaker-Diskussion verpasst, Nico. Aber gut. Ja, wie sieht denn dein Sneaker-Game aus? Sehr klassisch mit den Air Max 90. Also da bin ich halt nicht so experimentierfreudig. Ja, aber ich finde, das ist auch irgendwann, das ist wie mit Musik. Ich habe vor kurzem wieder so eine Studie gehabt. Musikgeschmack ändert sich ab 31 nicht mehr, ist statistisch erwiesen in Deutschland. Bei Sneakern ist es wahrscheinlich genauso. In irgendeinem Alter, dann fängst du nicht mehr an, den neumodischen Kram, den brauchst du auch nicht mehr, ne? Ja. Oder? Aber deswegen sind wir nicht hier. Ey, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich weiß ja nicht, wie du mich angekündigt hast, aber euch ist klar, dass ich nur Fan bin und tatsächlich einfach nur, diese Rolle hier einnehme. Ne? Also bitte jetzt... Wir haben dich schon als Experten. Das Gute ist, Kutsche seines Zeichens, langjähriger Kopf und Gesicht und Herz von allem, was mit Football in Deutschland zu tun hat. Habe ich jetzt zu weit? Ja, das war ein bisschen viel. Okay, aber gut. Ein bisschen runter, egal. Ja. Aber wollte mit dir halt so ein bisschen die Defense der Packers aus den Championship Games. Vielleicht einmal zum Einstieg, Ralf, könntest du einmal unseren Zuschauern den Unterschied zwischen einer 4-3 und einer 3-4 Defense erklären? Beim Fußball oder beim Football? Wir wollen aber ganz genau wissen, wie die Gaps heißen. Das wäre wichtig. Nein, keine Leute. Gleich ist er wieder weg. Es geht um. Ich verstehe euch gerade nicht. Ist gerade schlechter. Aber wir haben deine Expertise gehört im Spiel Liverpool gegen Manchester United am Wochenende. Hast du schon ziemlich tief in die kommenden Spiele am Sonntagabend reingeholt? Also es wirkte schon nach sehr viel Fachwissen. Naja, Fachwissen nur bedingt. Es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, das hat so vor 5-6 Jahren circa angefangen, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe, beziehungsweise dass ich Football für mich entdeckt habe und habe wirklich lange Zeit, tue ich auch heute noch, des Sports wegen geguckt, habe aber irgendwann, wie unschwer zu erkennen ist, irgendwie auch so mein Team, mein Quarterback für mich entdeckt. Ich, wie schon gesagt, völlig unvorbelastet zu diesem Sport gekommen und mir gefiel die Art und Weise, wie Aaron Rodgers einfach spielt, sehr gut. Und als ich dann so ein bisschen eingetaucht bin und mitbekommen habe, wie die Packers aufgestellt sind, was jetzt die Vereinsstruktur oder die Franchise, die nicht vorhandene Franchise-Struktur angeht, fand ich das auch ganz sympathisch und
ja, behaupte von mir, dass ich großer Sympathisant der Packers bin, aber, und da werden jetzt vielleicht Quacks auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die letzten zwei Jahre hat sich halt ein gewisser Mahomes so ein bisschen auf Platz zwei in meinem Herzen gespielt, weil er halt auch das irgendwie anders interpretiert und so, dass es wahnsinnig anschaulich ist. Ich formuliere es mal so. Aber würdest du eine Analogie schaffen zwischen den Packers und dem FC St. Pauli als Fußballverein? Es ist tatsächlich so, als ich mich dafür interessiert habe und ein bisschen meine Twitter-Timeline gefragt habe, kam häufiger so ein bisschen dieser Vergleich zwischen St. Pauli und den Packers. Und insofern fiel es mir dann nicht so schwer, die gut zu finden und zu mögen. Es sind halt häufig sehr irrationale Gründe. Ich meine, wir alle, ich meine, Nico als Bremen-Fan hat ja aktuell auch keine rationalen Gründe, warum er den Verein liebt, aber er tut es weiterhin und das ist ja auch gut so. insofern ja, bin ich dann irgendwie bei den Packers gelandet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das in der Bundesliga-WhatsApp-Gruppe, was da abgeht, wie ich mich seit ungefähr einem Jahr lang dafür niedermachen lassen muss, was für ein scheiß Fußball Werder Bremen spielt. Ich würde gerne einmal noch erklären, weil viele uns auch als Podcast hören. Ja. Ralf sitzt da mit einem Hintergrund des Lambeau Fields und im Aaron Rodgers Trikot. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, Ralf, konntest du das Spiel am Sonntag verfolgen? Und wenn ja, wie sieht das aus, wenn du Football schaust? Bist du dann leidenschaftlich dabei? Also ich konnte es verfolgen, ja. War dann nur irgendwann so im Laufe der zweiten Hälfte, sprich drittes, viertes Viertel, habe ich mich nur gefragt, was macht ihr? Weil du hast auf der anderen Seite Brady, der dir echt Geschenke liefert. Und das tut er ja normalerweise in der Häufigkeit, also auf ein Jahr verteilt, auf eine Saison verteilt. Und jetzt tut er es in zwei Vierteln und du schaffst es nicht, die zu nutzen. Also von einer großen Euphorie vor dem Spiel und einem gespannten Gucken im ersten und zweiten Viertel, wurde im dritten und Viertel so langsam ein, oh nein, ich befürchte, da steht auf der anderen Seite steht halt jemand, wenn du den nicht killst, killt er dich. Und so war es ja dann auch letztendlich. Am Ende war es ja am Ende des Spiels ja auch so eine Entscheidung, die groß diskutiert wurde. Kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast, ob du jetzt Field Goal oder vierten Versuch spielst? Also ich gehe mal einen Schritt zurück und frage mich, warum Aaron Rodgers in der einen Situation nicht alleine geht. Also er hat irgendwie 15, 20 Yards komplett Open Field auf der rechten Seite und er wirft. So, und dann kommt ja noch die Entscheidung mit dem Field Goal, wo ich gesagt habe, ich maße mir nicht an, Ahnung zu haben, aber Field Goal ist jetzt gegen Brady in der Situation, boah, das ist schon ein gewisses Risiko. So, das ist halt, du hast dich in diese Situation rein manövriert, dass du so eine Do-or-Die-Situation hast. Und für mich ist das Field Goal in der Situation keine Do-or-Die-Entscheidung. Das ist so ein, ja, ich versuche irgendwie durchzukommen. Die Situation hatten wir, diese erste gehen, Laufsituation. Die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch. Ja, genau. Die erste Laufsituation hatten wir auch nochmal analysiert, direkt im Clubhaus im Anschluss und hatten dann nochmal Screenshots geholt. Da waren eben wirklich zwei Free Safeties, die gefühlt doppelt so schnell sind wie ein Rodgers, die ihn, glaube ich, sehr schnell gekriegt hätten. Also da hätte er nicht viel rausholen können. Das war so ein bisschen gespielt, dass der Pass war für ihn einfacher. Aber ich glaube, die Field Goal-Diskussion, das siehst du auch in den USA. In der Pat McAfee-Show hat Aaron Rodgers gestern über die Niederlage gesprochen, eine Stunde lang. Also auch wirklich Respekt an den Mann, dass er nach so einer enttäuschenden Ende einer unglaublichen Saison, also MVP-Saison am Ende, dann drüber spricht. Und da meinte er nochmal, er kann nachvollziehen, wieso die Entscheidung so getroffen worden, wie sie ist. Er hätte sie aber selbst so nicht getroffen. Ich glaube, das erklärt ziemlich, wie ein Sportler dann ja auch selbst die Entscheidung herbeiführen möchte. Also das wurde ihm ein bisschen aus den Händen genommen. Ganz interessant, dass er dann ja auch ganz oben schon auf der Liste von den Quarterback-Positionen stand, die eventuell jetzt fragwürdig sind. Ja, ja, plötzlich kam eine Diskussion auf. Hört Aaron Rodgers auf? Verlässt Aaron Rodgers die Packers? Kannst du dir das vorstellen, Ralf? Also so eine angedeutete Diskussion gab es ja bereits vor der Saison, ne, mit der Verpflichtung des neuen Quarterbacks. War für mich eher so ein bisschen, im Fußball wird das auch ganz gerne mal gemacht, wenn das Spiel nicht gut läuft, schickst du früh Spieler zum Warmmachen, um denen auf dem Feld so ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen. Bei Rodgers scheint es ja geklappt zu haben. Ich meine, diese Saison war ja tatsächlich fast ausnahmslos richtig, richtig gut. Ich glaube nicht, dass er jetzt aufhört. Nein. Also ich glaube, dass er sich sagt, okay, pass mal auf, ich habe im letzten Jahr gezeigt oder in der abgelaufenen Saison gezeigt, was ich drauf habe. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann noch mehr. Ich kann es auch zu Ende bringen.
Wir müssen ja so Richtung unsere Rubriken kommen, ne? Nee, einmal Community einmal ganz kurz nochmal reinholen. Ich finde nämlich die Diskussion da ganz spannend, gerade bei uns in der Community. Ich habe zwei Fragen, die ich da mal weiterliefer. Die erste, und das kommt von Gomba666. Was müsste man hinlegen, um den Jaguar den ersten Nummer 1 Pick abzunehmen? Also Kutsche hier ist ja zumindest ein Sympathisant, starker Sympathisant von Jacksonville. Wie seht ihr das, Aaron Rodgers nach Jacksonville und dafür den Nummer 1 Pick nach Green Bay? Ralle, würdest du es machen? Die Frage ist, ob du Aaron Rodgers aus Green Bay wegbekommst. Ja, aber erstmal schön warm. Also nicht mehr die Kälte von Wisconsin. Der kommt aus Kalifornien, ist da geboren, kommt jetzt schön nach Florida, hat da ein Team, was er aufbauen kann. Und vielleicht nochmal, also der Kutsche, hat ja noch drei, vier Jahre. Ich würde es auch anstelle der Jaguars nicht machen. Also du kriegst natürlich einen absoluten Superstar, der bestimmt drei, vier, fünf Jahre normalerweise im Tank hat. Aber du hast halt auch die Chance auf ein fast schon Jahrhunderttalent, so nennen sie ihn zumindest alle mit Trevor Lawrence, und kannst da wirklich über 10 oder 15 Jahre vielleicht was aufbauen. Ich würde es auch anstelle der Jaguars gar nicht machen. Das wäre übrigens das Jacksonville-Trikot, das ich mir kaufen würde, wenn ich mir nochmal ein zweites Trikot kaufe. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich so, als würde man von St. Pauli zu RB Leipzig wechseln, wenn du von den Packers zu den Jaguars gehst. Also die Jaguars haben ja jetzt nicht annähernd so eine große Historie wie die Packers. Das wird Aaron Rodgers. Also wenn das irgendwelche Oberen entscheiden, dann hat er wahrscheinlich keine andere Wahl. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. War nur eine Gedankenidee. Und eine zweite Frage, und die vielleicht auch mal in die ganze Runde. Wie weit glaubt ihr, dass der Super Bowl anders wird, weil eben deutlich weniger Fans dabei sind, weil Corona anders ist? Glaubt ihr, wir haben da eine andere, also gerade Ralf, du als Fernsehexperte, glaubst du, es ist ein anderes Spiel? Ich glaube, Fußball ist da sehr gut vergleichbar. Na, das Spiel an sich, jetzt rein das, was auf dem Feld passiert, wird kaum beeinflusst werden. Ich denke, alle Profisportarten, die momentan stattfinden ohne Zuschauer, da haben sich die Spieler und Spielerinnen dran gewöhnt. Was einfach fehlen wird, ist die Lautstärke und Begeisterung drumherum. Wir merken es, wir haben es bei jedem NFL-Spiel gemerkt, wir merken es bei jedem Bundesligaspiel, bei jedem Champions-League-Spiel. Es ist halt einfach... Es ist was anderes, nichts, woran ich oder woran wir uns gewöhnen möchten. Und klar, wenn es dann natürlich so ein Finale ist und so ein großes Ereignis, dann wird auch da was fehlen. Auch das Champions League-Finale jetzt im vergangenen Jahr war halt auch sportlich nicht schlecht, aber es fehlt immer so ein bisschen die Würze. Ich hätte auch kurz noch eine Frage an Ralf. Wir können im Moment nicht reisen, klar ist Corona und so, aber ist es ein Lebenstraum, einmal im Lambeau Field zu sein, live, oder warst du sogar vielleicht schon mal da? Nee, ich war zwar schon ein paar Mal drüben in den Staaten, allerdings hat sich das bis jetzt immer nur auf New York beschränkt. Ich habe das ganz große Glück und deswegen hier auch eine persönliche Widmung von Aaron Rodgers. Es ist nämlich so, dass ein enger Freund von mir ein Kindergartenfreund von ihm ist. Aha. Und der hat tatsächlich organisiert, dass... als Gegenleistung muss ich einmal mit ihm Fußball spielen, dafür, dass er mir einmal einen Ball zuwirft. Wo das Ganze stattfindet, wissen wir noch nicht. Aber und wenn ich rüber schwimmen muss, werde ich das wahrnehmen. Momentan geht es ja nicht. Das ist aber überragend. Das heißt, du hast in Aussicht, Aaron Rodgers auch zu treffen. Ja. Das ist eine geile Geschichte. Warum habe ich denn nicht so einen Kindergarten? Aber nur mal, Ralf, wir kommen gerne mit Kamera und begleiten das, wenn du willst. Ja. Ich sag euch Bescheid. Ich schwimme mit rüber. Wenn es soweit sein sollte. Eigentlich war es für dieses Jahr geplant, also für letzten Sommer geplant. Reisen gingen irgendwie nicht so wirklich. Wirst du dann aufgeregt sein? Ich hab tatsächlich relativ selten Star-Crush, aber ich glaube, bei Aaron Rodgers und wenn es darum geht, einen Ball zu fangen, werde ich schwitzige Hände haben. Aber ich habe gehört, es gibt so Handschuhe, die können das ganz gut kaschieren. Wir sollen einmal nicht vergessen, wir wollen mal die Kategorien nochmal durchgehen zusammen, ja. Um dann nochmal vielleicht ein paar Fragen aus der Community zu haben. Also ich habe ein Auge drauf, was unsere Zuschauer da nochmal mehr anfragen. Auch die Community ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir vergeben jetzt unsere persönlichen MVP und persönlichen Fail-Awards. Soll ich wieder anfangen? Du darfst wieder anfangen, Nico. Da muss ich ein bisschen in meine Notizen noch mit reingucken, damit ich gleich nicht die ganzen schönen Fakten verliere. Aber um mein MVP schnell zusammenzupacken, ist es die Kurzgeschichte. Es ist Josh Allen, weil ich bin dieser Saison eindeutig Buffalo Bills Fan, weil er mein bester Fantasy League Pick war und es war mein Auto Pick. Ich habe live gestreamt in mein Draft. Und hatte in der Sekunde habe ich verpennt, dass ich ja nur noch wenige Sekunden wusste nicht mehr, zack, hat er ja ehrlich, nein, was mache ich denn hier? Und dann habe ich mich aber diese Saison mit dem beschäftigt.
Und, so ist ja, das mit der Liebe. Ja, plötzlich. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Aber dann einfach über die Saison zu sehen, dass er immer gepunktet hat mit Stefon Diggs, dieses Bro-Ding da, was die da so haben. Das hat so eine süße Romantik. Plus, dass ich dann hier spätestens in der ersten Folge von Road to the Bowl die Bills-Mafia dann nochmal neu für mich kennengelernt habe. Ist da so ein Paket draus geworden, dass ich einfach jetzt Bills so harter Sympathisant werde gerade und mir dann die Geschichte von ihm noch ein bisschen durchgelesen habe, dass der offensichtlich keine College-Empfehlung hatte, kein Coach ihn haben wollte, dass er sich da irgendwie hart durchgearbeitet hat und selber über 1000 Coaches angeschrieben hat, dann aber im Draft auf jeden Fall dann auf einem Themenbar war und jetzt glaube ich zu den, da müsst ihr Experten sagen, aber ich will da schnell durchgehen, um nichts Falsches zu sagen. Top 3 Quarterbacks. Ja, genau, aber mit irgendwie jetzt knapp 25 Jahren halt einfach noch eine Wahnsinns-Zukunft vor sich hat und dabei offensichtlich einfach ein saucooler Typ ist, der trotzdem Rekorde bricht gerade. Das heißt, wenn ihr nachher das Spiel um Platz 3 in Madden spielt, nimmst du auf jeden Fall die Bills. Ja, und ich kann, also wer jetzt ein bisschen mitrechnet, weiß auch ganz genau, was ich die ganze Zeit machen werde im Spiel. Und du wirst es trotzdem nicht verteidigen können. So wie Nico es gerade ausgesprochen hat, wenn man aus dem Josh, dem englischen Josh macht und dann sind wir ganz dicht bei Yoshi, also der Super Mario-Figur, ich finde, das würde ein T-Shirt wert sein. Also irgendwas mit Yoshi dahin zu kriegen, ich glaube, das wäre eine schöne Richtung. Du arbeitest schon in der Footballerei-Merch, ne? Vor allem arbeitest du in der Vermarktung, wie man merkt. Ja. Also hast du Bills dieses Jahr so also mitgeschnitten? Tatsächlich erst in der Postseason. So, ja. Und ich kann dem nur zustimmen, was du jetzt gesagt hast. Mein persönlicher MVP nicht. Da kommt dann zu viel irrationales Fühlen hinzu, aber ich verstehe absolut, warum du ihn wählst und wer es schafft, seit wann? Der erste Postseason-Win seit 95 war das, ne? Oder sowas? Ja. Seit 25 Jahren. Ja, und vor allen Dingen sein eigener Rekord, der spielt seit 2,5 Jahren im Prinzip Saison, ne? Und seitdem er dran ist, gewinnt Buffalo wieder mehr Spiele. So. Das letztes Jahr in die Playoffs geführt, dann verloren und jetzt zumindest mal ein Spiel gewonnen. Ja, und die AFC bin gewonnen. Ich bei dir, ich persönlich... Aaron Rodgers, ja. Ne? Ist auch logisch. Ja. Also ich denke jetzt rein, was die Leistung der Regular Season angeht, ist das ja jetzt auch nicht so, liegt ja auch nicht so fern. Ich verstehe aber auch alle, und wenn wir jetzt uns mal einfach nur auf Quarterbacks beschränken, die sagen, okay, Tom Brady hat es genauso verdient, vor allem wenn man jetzt sieht, wie er noch performt hat. Und gut, an Mahomes kommst du halt in der Diskussion auch nicht vorbei. Ja, wir haben ja in unserer Kategorie deshalb auch gedacht, dass es so ein bisschen über Sportliche hinausgeht. Und bei mir wird er MVP, weil er mir halt in meiner Fantasy League so viel Freude gemacht hat als Autopick. Deswegen ist er mein MVP diese Saison. Deswegen habe ich Ralf übrigens auch eine enge Bindung zu Aaron Rodgers, weil im Fantasy Football hatte ich den, glaube ich, über 10 Jahre. und allein deswegen habe ich auch sehr viel Liebe für Aaron Rodgers über. Lege ich noch einen oben drauf. Aaron Rodgers ist der Grund, warum ich meine erste Fantasy League gewonnen habe gegen irgendjemanden in dieser Runde. Spielst du Fantasy Football auch, Ralf? Nein, ich spiele nicht mal einen Fußball-Online-Manager. Aber dann bist du nächstes Jahr dabei. Bitte? Nächstes Jahr bist du dabei. Ich habe dafür echt keine Zeit. Es ist viel weniger. Also wir reden noch. Die Diskussion hatten wir schon ganz oft. Es ist viel weniger Aufwand bei Football, weil du ein Team hast, was du sozusagen mehr oder weniger hast, als bei im Kickbase, bei Fußball oder allen anderen. Da hast du sehr viel mehr Aufwand. Pass mal auf, ich lade dich jetzt direkt in die WhatsApp-Gruppe ein. Gibt es denn eigentlich auch in eurer, gibt es auch eine MVP-Aktion? Also nicht übers ganze Jahr? Weil ich finde, wir können Alvin Kamara nicht hinten runterfallen lassen. Ja. Dann guter Pick. Du meinst die 6 Touchdowns? Ja, also ich meine, es ist ja historisch. Also ich glaube, wann waren die 5 Touchdowns? 1900? Ja, lange her auf jeden Fall. Gefühlt vor dem Krieg, ja. Ja, ja. Insofern erwähnen sollten wir ihn zumindest einmal kurz. Hast du völlig recht. Ja, er flext hier mit Wissen. Ich hätte mir übrigens fast das Fantasy-Finale gekostet. Ich stand im Finale und am Donnerstag bin ich Freitagmorgen aufgewacht und habe gesehen, dass Alvin Kamara völlig ausgerastet ist und dachte so, naja, wie soll ich jemanden schlagen, der einen Spieler hat, der 60 Punkte gemacht hat. Ja. Am Ende hat es gereicht, ich habe gewonnen, von daher ganz glücklich. Aber es war so geil, in dieser Gruppe zu sehen, wie er ist jedes Jahr oben dabei und dann erst verliert er gegen mich und dann in der zweite Runde verkackt er und in der dritten Saison hat er eigentlich alles dominiert und dann macht Kamara diese 60 Punkte. Und alle haben so gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber egal, weiter. Sehr gut. Wir müssen Daniel, Zeit gewinnen. Ja. Daniel, MVP. Dein MVP. Alex Smith. Warum?
Naja, also ich meine, es geht ja mehr um das Sportliche, das ganz oben, der von ganz unten kommt, der kurz davor war, sein Bein zu amputieren. Ich kenne auch im Fußball niemanden, der es geschafft hat, aus der Situation raus, oder im Sport allgemein. Der war invalide, der war durch, der war völlig fertig mit allem. Und dann zurückzukommen und nicht nur mal ein Spiel zu machen oder ein Snap zu machen, nochmal raufzukommen, ein bisschen in der Garbage Time, sondern hinzugehen und sein Team, sorry für die Giants, doof gelaufen, aber sein Team in die Playoffs zu führen, die Division zu gewinnen und in den Playoffs anzutreten und ehrlicherweise bisher der harteste Gegner für die Bucks. Also, wenn man sich das anguckt, sorry auch in Richtung Packers, das Spiel gegen Washington war das knappeste und das, wo ich das Gefühl hatte, das könnte am ehesten sich nochmal verändern in den Playoffs für den Bucks. Also, super starke Leistung. Da war Alex Smith nicht mehr dabei, da hat jemand anderes gespielt, aber der hat dieses Team dahin geführt und das muss man erstmal respektieren. Ich glaube, menschlich gesehen ist das der größte Gewinner der letzten NFL-Saison. War letztlich auch der Lehrmeister von Pat Mahomes. Also in der ersten Saison von Mahomes bei den Chiefs war ja Alex Smith noch am Wirken. Und ich habe damals in Red Zone diesen Moment gesehen, als er dann zurück aufs Feld kam. Und dann wurde natürlich auch ganz oft die Kamera auf seine Familie und auf seine Kinder gerichtet. Also das war schon Gänsehaut. Ich glaube, erst oder zweiter Snap kam dann direkt, ich glaube, Sue war es, oder nee, es war gegen die Rams, glaube ich. Einer schoss direkt durch. Ich glaube, es war gegen die Rams und er kriegt einmal so richtig einen ab und alle bleiben kurz stehen. Steht auf, spielt weiter. Krasse Szene, ja, kann ich mich auch dran erinnern. Also, der wird 100% Comeback Player of the Year, aber also Weltklasse. Ansonsten, glaube ich, wäre es Gronk, wenn man sich so die Zahlen anguckt, aber dieses Jahr keine Chance. Also, die überlegen ja schon den Award, den Comeback Player Award nach Alex Smith zu nennen, was dann sozusagen die Krönung davon wäre, auch völlig verdient. Hast du, Ralf, dieses Video gesehen? Es gibt so, ich glaube, so 16 Minuten oder so ist das lang, über Alex Smith mit knapp 20 Operationen, zwischendurch Lebensgefahr, dann diesem riesigen Infektion. Metallgerät an seinem Bein. Hast du das gesehen? Nee, aber es klingt ganz so, als sollte ich es mal tun. Ja, also es ist nichts für einen leeren Magen. Also weil da waren ja auch irgendwie Parasiten im Bein und so und das wird schon also schonungslos gezeigt, aber es ist beeindruckend. Also ich glaube vor allem für Ex-Sportler, also die nachvollziehen können, wie hart so eine schwere Verletzung ist, muss das faszinierend sein. Ich schicke dir gerne die Videos meiner Kreuzband-OP, wenn du möchtest. mal teil doch mal deinen Bildschirm jetzt hier live. Wollte ich nämlich gerade fragen, so dieses Zurückholen, das sicherlich nicht ganz zu vergleichen ist, aber dieses sich zurückkämpfen, das kennst du als Profi ja auch noch, ne? Ja, ich habe ja relativ spät mit 31 meinen ersten und einzigen Kreuzbandriss gehabt und war auch siebeneinhalb Monate verletzt und das ist für einen Mannschaftssportler unheimlich schwer, weil du sofort umschalten musst, du bist von jetzt auf gleich alleine. Natürlich hast du Reha-Trainer, Physiotherapeuten, Athletiktrainer, die sich um dich kümmern, aber die Arbeit letztendlich musst du immer alleine machen, du kannst sie nicht im Team machen. Und das ist schwierig am Anfang, du musst ganz schnell auf der mentalen Ebene stark sein, bevor du es körperlich wieder wirst. Aber klar, was war Alex Smith? 20 Monate insgesamt? Ja, fast. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist, das eine ist Medizin, ich will nicht von einem medizinischen Wunder sprechen, aber von einer medizinischen Leistung. Aber auf mentaler Ebene ist das unfassbar. Gut. Dein MVP. Mein MVP, der letzte MVP von uns ist Gronk. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich bin großer Gronk-Fan. Ich finde es großartig, den Typen, weil er war in Rente, ist zurückgekehrt zu den Buccaneers für seinen Kumpel Tom Brady, hatte aber jetzt nicht so den großen Star markiert, sondern hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat viel geblockt, war vielleicht auch weniger sichtbar auf dem Feld als noch bei den Patriots, hat trotzdem jetzt im Halbfinale am Sonntag nur einen Pass gefangen, aber der war immens wichtig. Danach gab es wieder dieses Video wie vor zwei Jahren mit Tom Brady und ihm, wo man erst Tom Brady sieht und dann wird rückgeschwenkt auf Gronk und der grinst einfach nur. Jetzt ist NFL Offseason, das heißt, wir werden ihn wieder, wenn es denn Corona-bedingt geht, so als Partymonster sehen. Ich bin ein großer Gronk-Fan. Ich finde es beeindruckend, dass so einer, der zu den besten Tight Ends aller Zeiten gezählt werden muss, sich nicht selbst so wichtig nimmt und da den großen Larry macht in Tampa, sondern einfach total mannschaftsdienlich spielt. Und man hat eigentlich wenig gehört von Gronk, finde ich, in dieser Saison. Ja, er hat angekündigt, jetzt schon, nächste Saison nochmal wieder weiterspielen. Also ein Jahr macht er auf jeden Fall noch.
Ja, also der ist vom Typ her, stelle ich mir den mit Gesichtsausdruck und dieser auch diesem schelmischen Grinsen immer auch in diesem Video, was ja eigentlich auch so ein Swag der Woche hätte sein können. So, der wirkt immer wie so ein Typ, den ich mir so eine Highschool vorstelle, der sich immer die Bierdose am Kopf erst löffelt und sich am Kopf zerrt und dann so schreiend sich das T-Shirt aufreißt und dann kurz der schnellste auf dem Platz ist oder sowas alles. Eine Wahnsinnsmaschine. Sehr gut. Soll ich weitermachen mit meinem Fail? Ja, oder wir lassen euch einmal zu Wort kommen, Daniel. Achso. Genau, okay. Also ich habe einmal Gomba 666 und ich glaube bei YouTube war auch noch jemand. The Beautiful Beasts, Derrick Henry. Glaube ich, darf man auch nicht vergessen. Unglaubliche Saison, aber gleichzeitig auch hat, glaube ich, der Rushing Leader seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 20, 25 Jahren, niemals den Super Bowl erreicht. Also typischerweise diese ganzen Running Backs, die unglaublich Leistung machen, es reicht dann meistens trotzdem nicht, um nach ganz vorne zu kommen. Bei ihm ja so ähnlich. Glaube ich, noch ein Kommentar von euch zu Derrick Henry? Ja, ohne Frage. Also sportlich ist er auf jeden Fall im MVP-Rennen, logischerweise. Ich lese hier auch Devin White und Levante David von den Buccaneers von Kevin Batten auf YouTube. Sportlich alles keine Frage. Wir wollten es ja aber auch so ein bisschen emotional, leidenschaftlich machen. So wie Ralf auch sagt, für ihn kann es nur einen MVP geben. Ja, also sportlich alle Namen, die ich hier jetzt im Chat sehe, Travis Kelce, ja. Genau, haben auch alle einen MVP-Award verdient. Jeder kann seinen eigenen MVP-Award verlieren. Damit hier noch jemand wächst, hat Svenito85 gesagt, mein MVP ist Nico Backspin für die schnellsten Trikotwechsel und die größte Trikotsammlung. Ich weiß nicht, wovon er redet, aber MVP bist du schon mal zumindest für ihn geworden. Mir hat letzte Woche jemand geschrieben, da wird sogar Helene Fischer neidisch. Ja. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was sie haben. Ich ziehe mir hier ein Trikot an und setze mich hier hin und die erzählt irgendwas. Ja. Genau. Egal. So, vielleicht noch einen Namen nehme ich nochmal rein. Justin Herbert von Eise. Stark für einen Rookie, für mich auch. Also eine super, super krasse Leistung. Ihr werdet mir wieder zu fachlich hier, Leute. Aber eben Rookie und da waren noch ein paar Leute besser, wollte ich sagen. Ja, ist gut. Weil mein Fail des Jahres wird hier gleich auseinandergepflückt. Das weiß ich jetzt schon. Aber, ja genau, du kannst hier gleich, guck mal, drück den Knopf gleich, wenn ich anfange zu reden. Bill Belichick ist mein Fail, genau, ist mein Fail dieser Saison. Und zwar, weil er, und das wusste ich nicht, aber war interessant, ja, ohne Tom Brady einen negativen Record als Trainer hat. Und ja, ich weiß, dass jetzt mache ich so Eminem-Style, 8 Mile. Ich weiß, ja, es sind Spieler Corona-bedingt ausgefallen, Abgänge, Verletzungen, ja, und er ist der größte Trainer in der Geschichte, ja. Aber diese Saison einfach ist nicht hingekriegt. Und der andere, da kennt ihr 100.000 Memes von, okay, es gibt dieses eine, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo Tom Brady random irgendwie sagt, hey, irgendein Team da draußen Lust zum Super Bowl zu fahren, dann nehme ich halt Tampa Bay und fahre mit dir zum Super Bowl. Und andersrum hätte ich von dem Trainer in der Saison dann halt erwartet, dass er es macht. Und ehrlicherweise ist das, ich will ja nicht sagen, dass er ein schlechter Trainer ist, aber ich würde damit sagen, dann hat er diese Saison einfach krass in diesem Verhältnis verkackt. Und deshalb ist er mein Fail des Jahres. Es klingt so ein bisschen so, als würdest du im Fußball über den HSV reden. Ein Glück nicht über Werder Bremen. Weil du ja schon eine sehr große Antipathie gegen die Patriots hast. Das ist eher der Bayern-München-Vergleich. Meinetwegen auch der Bayern-München-Vergleich. Aber am Ende ist es, glaube ich, so, dass dem Trainer Belichick nicht gerecht wird. Der hat auch ohne, als Defensive Coordinator schon einen Titel geholt, wo die Defense der entscheidende Faktor war. Der hat über Jahre eben auch eine Defense gehabt, die unglaublich gut war, die wo man sieht es mit Patricia, der Defensive Coordinator geht nach Detroit, reißt da gar nichts. Also ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, Bill Belichick ist der Verlierer der letzten 20 Jahre und war gar nicht so gut, weil Tom Brady war. Ich habe ja nicht gesagt, er ist der Verlierer der letzten 20 Jahre. Und das ist außerdem Nikos persönlicher Fail Award. Ich habe gesagt, er ist der Verlierer der letzten Saison. Und nicht der letzten 20 Immerhin Jahre. Immerhin Award für Bill Belichick, würde er sich freuen. Dann geht er nicht leer aus wenigstens dieses Jahr. Guck mal, Ralle. Ich möchte mal von dir als Trainer, jetzt sprechen wir nicht mehr mit dem Fußballer, nicht mit dem Kommentar, jetzt spreche ich mit dem Trainer, Ralle Günnisch. So, würdest du auch sagen, Trainer an der Stelle schon verkackt? Macht er nicht. Er verteidigt ihn jetzt. Ich würde vielleicht noch ein Jahr warten, weil du natürlich beachten musst, wenn so eine Institution, so eine Figur wie Brady den Verein, also die Mannschaft verlässt, das fängst du halt nicht mal eben mit dem Fingerschnippen auf. Natürlich ist es die Aufgabe des Trainers, das irgendwie zu lösen. Aber allerdings im ersten Jahr so einen Umbruch quasi komplett erfolgreich zu gestalten, ist mega schwer.
Ich finde einfach, ein zweites oder wenn wir nächstes Jahr hier sitzen um diese Zeit, kurz vor dem nächsten Super Bowl und sie dann wieder negative Stats haben für die, über die Saison, dann können wir wirklich drüber sprechen, okay, was ist da los? Er hat im zweiten Jahr schon keine Lösung gefunden, aber ansonsten würde ich da noch abwarten. Ein Zusatz dazu, Frage an euch. Falls ich mir nochmal ein Trikot kaufen will, soll ich mir ein Cam Newton Trikot von den New England Patriots kaufen? Ja, genau. Wenn du es noch bekommst? Also das ist so wie mit Tua, das kann Seltenheitswert haben in ein paar Monaten, weil es wird ja davon ausgegangen, dass er nicht zu den Patriots zurückkehrt. Ja, also sollte ich es mir noch schnell holen? Was Newton-Trikot würde ich dir immer empfehlen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Patriots haben so vom Redesign der Trikots echt einen riesigen Schritt gemacht. Die Trikots dieses Jahr, gerade das Dunkle, sehen wirklich, wirklich slick aus. Und mit der 1 drauf, stehst du ja auf Einsen auf Trikots, ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ich finde hier noch, wenn ich einmal darf, Daniel, Flo R. und El Primo gut, die über ihre persönlichen Fails geschrieben haben, und zwar jeweils Juju Smith-Schuster mit seinen TikTok-Videos, dass das halt der völlig falsche Fokus ist. Weil das war ja, er hatte offenbar wirklich mehr Interesse, sich in Social Media zu inszenieren, als mit den Steelers weit zu kommen. Wahrscheinlich. Kann man jetzt immer so sagen, hätten die Steelers, würden die Steelers jetzt im Super Bowl stehen, dann würden die Leute ihn feiern, geil, und ist auch noch ein TikTok-Influencer und so, aber so ist es ihm natürlich um die Ohren geflogen, vor allem, weil er nach einem hohen Rückstand ja auch auf dem Feld noch damit weitergemacht hat. Ist auch ein guter Es gibt noch ein paar andere, die da reinkamen, finde ich ganz spannend. Die letzten Minuten der Chargers und Falcons, also wirklich Teams, die für die gesamte Saison geschafft haben, nicht die Leistung über das ganze Spiel zu halten. Wir hatten noch ein paar andere, glaube ich, Dallas Cowboys als der Fail der Saison. Finde ich auch ganz spannend. Riesiger Hype vor der Saison, alle raufgegangen und schon mit Doug Prescott nicht wirklich performt. Als er sich verletzt hatte, ging es dann weiter runter. Dalton jetzt auch nicht die Lösung dann gewesen. Auch der hatte sich zeitweise verletzt und am Ende ziemlich unter die Räder gekommen. Teil der wahrscheinlich schlechtesten Division aller Zeiten nicht am Ende überhaupt nicht auf die Beine gekommen. Also kann ich auch nachvollziehen. Wir überfahren dich damit jetzt wahrscheinlich ein bisschen, Ralf, aber hast du spontan einen Fail Award, den du vergeben wollen würdest? Ist vielleicht ein bisschen hart und vielleicht mache ich es mir auch ein bisschen einfacher, aber ich würde die Defense der Steelers nennen. Du startest irgendwie ganz gut in die 11-0 war es, glaube ich. Ne? Ja, sind die reingekommen? Okay, dann schaffst du es einfach nur aufgrund dieses Starts dann doch noch irgendwann irgendwie in die Playoffs, also in die Postseason, und dann ist eigentlich nach 8 Minuten alles vorbei. Mhm. So, und das ist dann halt. Gut gesehen, gefällt mir, ja. Ja, ja, ich meine, das war ja, nach dem ersten Viertel war das Spiel durch. Wenn du gegen die Chiefs 28 oder 0-28 hinten liegst, kannst du rübergehen und sagen, pass auf, bevor sich hier noch einer verletzt, komm, wir gehen duschen und dann den Rest machen wir an der Theke. Ja, und es waren auch noch die Browns. Entschuldige, ja, natürlich. Was erzähle ich denn? Die Chiefs, die haben mich jetzt beim Conference Final, dazu wollte ich gleich noch kommen. Aber umso bitterer, das meine ich damit. Wenn du gegen die Chiefs 0-28 zurückliegst, dann kannst du wirklich in die Kabine gehen. Gegen die Browns, die ja jetzt wirklich nichts Großes gerissen haben in den letzten Jahrzehnten. Also auch gegen die. Entschuldige, die haben es jetzt seit Ewigkeiten mal wieder. Ne? Ja, genau, aber auch gegen die haben sie es dann letztlich nicht geschafft. Ja. Schon bitter. Du kannst, wenn du so in eine Saison startest und dann quasi so ein Saisonfinale spielst. Und dann, jetzt kann natürlich alles passieren, aber es ist halt mega bitter. Jetzt habe ich mal eine Frage, Jungs. Was glaubt ihr, wie viele Zimmerstornierungen aus Pittsburgh gibt es im Moment so in Tampa und Flugbuchungen, die storniert werden müssen, weil die wahrscheinlich so nach Woche 10, 11, 12 alle schon mal in Tampa sich die günstigen Hotels sichern wollten. So, was glaubt ihr? Bestimmt eine Menge. Ich weiß gar nicht so genau, ob man in den USA, so wie bei uns überhaupt, Hotels irgendwo in anderen Staaten buchen kann. Wahrscheinlich schon, ne? Die sind ja nicht so rigoros wie wir. Gerade Florida ist relativ offen. Ja. Aber ich glaube, mit Corona ist natürlich ein bisschen eine andere Situation. Letztes Jahr wären es da viele gewesen und da hätte man noch schön günstig schöne Hotelzimmer kriegen können dann. Aber ich glaube, das ist das Problem bei den Steelers, dass es emotional für die Fans unglaublich hart ist. Du startest 11-0, wir haben alle gesagt, na, so gut wie ein 11-0-Team normalerweise ist, sind die nicht. Das war überall klar, dass die so vom Himmel fallen. Ich glaube, hätte keiner erwartet. Und Steelers-Fans, die sind, glaube ich, auch deshalb so sauer auf Juju, weil er am Ende er dann ein bisschen dafür steht, für eine Mannschaft, die erfolgreich war und dann einfach zerpflückt worden ist. Und also die Tränen,
die man zumindest ein bisschen bei Big Ben gesehen hat, die haben auch, glaube ich, damit zu tun, dass man einfach das Gefühl hatte, diese Saison könnte es was werden. Vielleicht können wir, weil wir bei den Steelers gerade sind, eben nochmal 10 Notes Frage beantworten. Kann Haskins bei den Steelers was reißen? Ich würde es mit einem klaren Nein beantworten. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Merkst du, dass ich die Frage nicht gestellt bekomme hier in der Runde? Die geht direkt an mir vorbei. Aber ist gut, ich kann, dann trinke ich kurz was. Ich versuche ganz kurz einmal sozusagen ein bisschen Fachchinesisch. Einen Satz hast du. Einen Satz. Mehr kriegst du nicht. Ja, jeder Einsatz ist doch gut. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Und du? Haskins ist am Ende ein günstiger Pick für die Steelers. Sie testen es aus. Und, da war nur ein Komma, genau. Sie testen es aus und am Ende wird er auch probiert und wird weiterziehen. Also ich glaube, ich würde eher auf Josh Rosen setzen als auf Dwayne Haskins. Boah, das ist aber jetzt auch schon eine gewagte These, okay. Puh, guck mal, was sagst du, Ralle? Was wir gerade merken, ist, es ist viel einfacher, Fails zu finden. Ja? Dwayne Haskins, Zukunft bei den Steelers? Genau. Lass gut sein, lass gut sein, da steigen wir beide aus. Daniel, dein Fail. Genau, ich wollte immer noch ganz kurz sagen, man merkt richtig viel. Wir haben noch Russell Wilson, wir haben Carson Wentz, wir haben super, super viele Fails. Es kann eben, das ist das NFL-Thema irgendwie, am Ende der Saison nur einen Sieger geben und ganz viele Fails. Und das merkt man, glaube ich, in dieser Diskussion. Meiner ist die NFC, also die gesamte... Aber schon die NFC East, oder? Nee, gesamte NFC, also inklusive aller Teams. Auch ein schöner Fail übrigens. Also, außer übrigens die Tampa Bay Buccaneers. Am Ende kommt da ein Mann, und der vorher ganz oft gewonnen hat, wo die Seahawks, die Saints, auch die Dolphins-Fans und wer auch immer rumgelaufen ist und gesagt hat, 49ers letztes Jahr, ja, wenn der bei uns in der Conference wäre, der wird nicht ansatzweise so viele Siege holen und der wäre gar nicht so gut. Und der hat das in der AFC East so einfach die ganze Zeit mit den ganzen Teams, die da nicht hinkriegen. Und der kommt hin und macht am Ende den Conference-Title klar. Ist diese ganze Conference einfach massiv überbewertet, meines Erachtens. Also die letzten Jahre, wo wir gesagt haben, man, sind die krass und knapp und ja, wir haben sich auch ein bisschen selbst angelogen. Da gibt es auch das Meme, dieser Vergleich zwischen ihm und LeBron James, ne? Der so ist auch hieß von wegen, ja, geh doch mal rüber auf die andere Seite und hol da mal einen Titel. Also geh da auf die andere Seite. Es hat noch nie ein Quarterback den AFC, also mit einem AFC und einem NFC-Team den Super Bowl gewonnen. Da wäre Tom Brady jetzt der Erste. Das gab es noch nie. Ja. Also es gab einige oder nicht viele, ich glaube so eine Handvoll, die mit zwei Teams den Super Bowl gewonnen haben. Ja. Peyton Manning zum Beispiel. Aber es gab noch nie einen Quarterback, der mit einem AFC und mit einem NFC-Team den auch dann auch noch im Heimstadion. Und dann auch im Heimstadion. Und dann auch noch im Heimstadion, ja. Alter Schwede, als ich diesen Trade gesehen habe, bitte nicht, Alter, nicht jetzt Tampa Bay. Das wäre so klischeehaft. Und dann klappt das auch noch. Das hat er aber geschafft. Und hat damit auch die meisten Auswärtssiege eines Quarterbacks. Also die Rekorde, die der diese Saison schon wieder so mitgenommen hat. Das ist übrigens dein Lieblingsquarterback, den er da eingestellt hat zumindest. Von Blake Bortles? Nee, nicht Blake Bortles. wie heißt er denn noch? Das muss ich auch noch holen, das Trikot. Was Joe Flacco? Ich weiß es gar nicht genau. Aber meisten Auswärtssiege im Jahr. Ja, es war Joe Flacco, aber ich habe eigentlich jetzt keinerlei Beziehung zu Joe Flacco. Das wirkte letzte Woche so. Ach so, nee. Ich würde meinen Fail nochmal abfeuern und da interessiert mich gleich auch noch deine Meinung, Ralf. Mein Fail ist Antonio Brown, AB. Warum das denn? Was der sich alles geleistet hat, angefangen bei den Steelers, sich selbst quasi weggemobbt, dann bei den Raiders total unprofessionell, dann war er noch bei den Patriots, ist zwischendurch auch noch abseits des Spielfeldes negativ aufgefallen. Ihr kennt alle die Geschichten rund um Antonio Brown, dass der Typ jetzt tatsächlich die Chance auf den Super Bowl hat. Ich glaube, noch steht nicht so genau fest, ob er spielen kann oder nicht. Das Halbfinale hat er ja verpasst. Ja, wird spielen. Er trainiert wieder voll mit. Ist wieder ich ertrag es nicht. Also, dass der tatsächlich nochmal die Chance auf den Super Bowl hat und so fest in einem Team ist, das finde ich unfair fast. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, Ralf, als Mannschaftssportler, wenn du so ein, du wirst ja auch ein paar Paradiesvögel in deiner langen Karriere in Teams gehabt haben. Ist es, also schluckt man das denn einfach, weil der sportlich liefert? Oder haben solche Menschen, die dann abseits des Trainings, abseits des Rasens für Schlagzeilen sorgen, innerhalb einer festen Gruppe dann auch einen schweren Stand? Also ja, der schwere Stand ist vorhanden. Du musst dir das im Prinzip wie so einen Graphen vorstellen, eine X- und Y-Achse. Und X ist, wie soll ich sagen, so Skandalnudel und Y ist Leistung. Und je mehr Skandalnudel, desto höher muss halt Y sein, also die sportliche Leistung, damit das in irgendeiner Form akzeptiert wird.
Es ist, ja, wie soll ich es formulieren? Solange er es so abliefert, dass du sportlich nicht sagen kannst, ja, warte mal, aber Spieler XY kann das genauso gut, wirst du ein bisschen was schlucken müssen, ist allerdings auch Philosophiefrage. A, Trainer und B, generell Mannschaft bzw. Franchise, also Verein. Ich verfalle immer so ein bisschen in den Fußballjargon, ihr mögt mir das bitte verzeihen. Wie viel man mittragen möchte. Vor allem, wie viele Werte auch möglicherweise durch Verfehlungen verletzt werden. Und wenn ja, du halt so einen Fürsprecher, dazu kommt ja auch noch, wenn du so einen Fürsprecher wie Brady hast, dann kannst du dir halt vielleicht auf der X-Achse noch 2-3 Punkte mehr erlauben. Und ich guck mal, es gibt ja noch eine Ebene, da ist im Privaten ja auch, glaube ich, ein bisschen... Sehr viel los, ja. Sehr viel los, ne? Mhm. Da waren ja auch ein paar Aktionen. Die geben dann diese eine Note too much, würde ich sagen. Also wo es dann, wo dann das Fass voll ist. Ich habe aber zum Beispiel im Fußball im Vergleich, ja, hast du, also ja, es gibt ja so Kandidaten, die man einfach irgendwie dafür liebt, dass sie genau solche Idioten sind. So Mario Balotelli ist immer mein Lieblingsbeispiel dafür. Alex Alves damals bei Hertha, kennt ihr den noch, der dann plötzlich am Ende auch Max Kruse, also Max Kruse, so, ne, also so Kandidaten, die einfach mal ein bisschen drüber sind und damit anecken. So dieses berühmte Mario Balotelli. Frage von englischen Polizisten, warum haben sie 80.000 Pfund dabei? Weil ich reich bin. Das liebt man. Und im Football hat es dann, glaube ich, aber noch, vielleicht noch eine, dann doch noch eine andere Note. Ja, vor allem, wenn es halt ins Private geht und es dann auch um häusliche Gewalt aber und so haben, geht. Ich finde das, genau das wollte ich noch anführen. Genau. Wir sprechen hier halt, keine Ahnung, so Dinge wie ein Rucksack mit ein paar tausend Euro im Taxi vergessen, ist halt selten dämlich, aber tut halt keinem weh. Also ne, es ist ja nichts Dramatisches im Sinne von, ne, du hast es gerade angesprochen, häusliche Gewalt und so. Da komme ich dann sehr, sehr schnell an einen Punkt, wo ich sage, das ist dann einfach auch nicht mehr tolerierbar, weil du es auch nicht vermitteln kannst und auch nicht darfst. Aber das sind so No-Gos. Ja, genau, dann stelle ich mir aber wirklich auch so die Frage, wie du beschreibst, warum gibt es dann überhaupt 4 Teams in der Saison, die alle sagen, ja, wir wollen den haben? Ja, ich glaube, die Diskussion muss man einfach mal ein bisschen größer ziehen. Wir haben Tyreek Hill auf Seiten der Chiefs, hat auch irgendwie sogar seine Frau, sein Kind irgendwie gebrochener Arm. Wir haben ganz viele Themen bei ganz, ganz vielen NFL-Stars, NFL-Spielern, das Problem, die in ihrem gesamten Leben gar nicht gelernt haben, was sich regeln. Es gibt, weil von der Highschool an waren sie der riesige Star, der alles machen durfte und alles wurde gedeckt. Und das müssen wir dem Fußballern auch vielleicht ansprechen, dass wir nicht immer über die NFL reden. Cristiano Ronaldo und seine Vergewaltigungsgerüchte. Keiner weiß am Ende, ob das Pressegeister sind, ob die Frau das wirklich erlebt hat, was dahinter rausgekommen ist. Es fühlt sich, und das ist dann dieses Level an Star und Profisportler, fühlt sich unglaublich schlecht an. Die NFL hat da ganz viele Cases. Und Antonio Brown, bei der Masse kann man sich auch ganz klar sagen, da wird was dran sein. Trotzdem finde ich, haben wir da ein super moralisches Problem, weil keiner von uns sagen kann, was ist da. Das ist ein Strafthema und ein Strafrechtthema. Ich tue mich super, super schwer, jemanden dazu für reinzuholen. Am Ende ist es schön zu sehen, wie so ein Josh Gordon zum Beispiel, der nur Drogenprobleme hat, in Anführungszeichen, sich wieder zurückkämpfen kann in so eine Liga und dann auch eine Chance hat, da wieder weiterzumachen. Also ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust, die ich sehr, sehr schwierig finde. Ich finde nur ein Feedback aus dem Chat ganz kurz, was ich gelesen habe, was ich so gut finde. Und vielleicht für dich eine Idee für ein weiteres Format. Ne? Denn hi-ho, hi-ho fragt, ist das hier die Fußballerei? Ja. Fußballerei. Ja. Ralle, wenn die uns bei Bundesliga nicht mehr wollen, ne, dann machen wir die Fußballerei, okay? Ist das ein Deal? Ja, wir legen es mal in der Schublade ab. Ja, genau, sehr gut. Aber wir müssen weitermachen. Fails, wo wollen wir? Wir waren durch mit den Fails. Ja? Ja, wir wollen noch ein bisschen über die Chiefs sprechen, Fankultur Chiefs. Ja. Ich würde mich freuen, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, wenn du einfach dabei bleibst, Ralf, weil es gibt auch wieder so ein kleines Quiz und da könnten wir einen Joker gut gebrauchen. Wenn du sagst, du hast jetzt anderes zu tun, Tagesschau hat angefangen, dann verabschieden wir dich auch. Ich würde tatsächlich liebend gerne hier noch bleiben, weil es mir großen Spaß macht, auch mal über andere Sportarten zu sprechen, aber Frau und Kind, ja. Mhm. Dann habe ich eine letzte Frage an dich. Natürlich. Wie wirst du den Super Bowl zelebrieren? Ganz normal hier zu Hause. Zur Halftime-Show werde ich meine Freundin dann auch wecken, damit sie das auch guckt, weil die schläft regelmäßig ein während der Spiele, weil ihr sind das zu viele Pausen. Also einfach nur zu Hause. Die letzten Jahre immer mal wieder in größeren Gruppen, aber momentan geht es halt nicht. Und ich drücke den Chiefs die Daumen, ihr werdet ja sicherlich auch noch drüber sprechen, aber irgendwie traue ich Brady halt auch alles zu.
Ja, ich traue dem Braten auch nicht. Die und zweite wichtige Frage, was gibt's zu essen? Ich suche nach guten Rezepten. Du als also Sportler letzten, wahrscheinlich Gemüsesticks oder so, ne? Nee, die letzten Jahre gab es entweder Großpizza oder selbstgemachte Burger. Ich muss mal, wie schon gesagt, mit meiner Freundin besprechen, was ansteht. Weil beim Essen ist sie dann natürlich mit dabei und dann, ja. Kann mir da draußen jemand ein gutes Chicken Wings Rezept geben? Ich möchte gerne ein gutes Chicken Wings Rezept haben. Übrigens sind Chicken Wings schuld, dass ich bei der NFL gelandet bin, ne, beim Football. Weil ich mal beim Super Bowl 2013/14 war ich im Down Under in Hamburg. Ihr kennt das ja sicherlich. Mhm. Und ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass Super Bowl ist. Aber ich war früh genug da, dass ich noch normal essen konnte. Da gibt es sonntags immer All-You-Can-Eat Chicken Wings mit super geilen Soßen und allem. Und so bin ich tatsächlich da gelandet. Wenn der Laden wieder auf hat, Nico, müssen wir dahin. Das ist ein Deal, machen wir. Aber danke, gut, dass du dir Zeit genommen hast und heute dabei warst. Es war eine große Freude. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Hat großen Spaß gemacht und ja, euch noch viel Spaß, schönen Abend und spätestens am Super Bowl lesen wir uns ja eh. Ja, mach's gut. Ciao, danke, Ralle. Ciao, Ralf, ciao, danke. Ciao. So, Fankultur Chiefs ist das nächste, worüber wir sprechen wollen. Ersten Tipp für die Chicken Wings will ich mal reinbringen. Ja? Von Don Kane gibt es zwei geile Rezepte. Sagt Vitrex HD, Sweet and Spice und Crispy. Den, glaube ich, kannst du mal, vielleicht gibt es sogar eine Webseite dazu. Und Down Under kann ich übrigens auch sehr empfehlen, war ich auch in der Studentenzeit relativ häufig. Ja, geil, klingt gut, mache ich. Ich habe Bock drauf. Fankultur Chiefs, wir wollen so ein bisschen eintauchen, wie wir es bei den Bills gemacht haben, wollen aber auch noch wieder ein kleines Quiz-Element reinbringen, so wie wir es letzte Woche mit den Packers gemacht haben. Ich würde eigentlich relativ schnell das Wort an Daniel geben, weil du bist ja bekanntlich Chiefs-Fan, du weißt am ehesten, wie die ticken. Vielleicht einmal einleitend, was vielleicht nicht jeder weiß, die Chiefs waren früher die Dallas Texans, also es waren nicht immer die Kansas City. Das Risiko, dass du mir die erste Frage wegnimmst, das weißt du, oder? Echt? War es nicht, aber ja, okay. Genau, sind in Dallas gestartet, hießen die Texans. Am Anfang hatten die Chiefs oder die Verantwortlichen, das war die Hunt-Familie. Du darfst halt eins nicht vergessen, Daniel. Es gibt halt im NFL-Boulevard diese Faszination-Reihe. Das heißt, ich kann mir nicht viel merken, aber so ein paar Sachen bleiben hängen. Ich glaube, die Fragen an dich, die werden damit noch nichts zu tun haben, aber so ein paar basische Fragen. Und auch ein Buch über 100 Jahre NFL. Danke, wie ich hier schon im Vornherein wieder runtergemacht werde, nur weil ich der Einzige bin, der hier keine Ahnung hat. Los geht's. Genau, also ich glaube insgesamt, einmal der Wechsel war ganz spannend. Sie sollten als erstes in Kansas City die Kansas City Texans heißen. Mhm. Dagegen haben sich die Fans etwas gewehrt, weil das ein bisschen unangenehm gewesen wäre. Und ich glaube, eine der wichtigen Infos, die Kansas City Chiefs, das Stadion steht nicht in Kansas, sondern steht in Missouri. Die Stadt ist wirklich direkt an der Grenze. Wunderschöne Stadt, sehr viel Kultur, sehr viel Barbecue-Kultur übrigens. Also da kann man auch sehr, sehr gut Chicken Wings essen. Warst du schon mal da? Ich habe ein Jahr in Wichita, Kansas gelebt und ich war mehrfach in Kansas City, habe auch ein Spiel in Arrowhead schon gesehen. Ja, erzähl doch mal, also als einer, das können ja nicht viele von sich behaupten, also was herrscht da für eine Kultur im Stadion? Lauteste Stadion der Welt. Damals war es nicht so laut, sie waren nicht so erfolgreich. 2001 war das alles noch ein bisschen anders in der NFL, da war es auch relativ einfach, noch Tickets zu bekommen. Jetzt ist es ja gerade bei den Packers, aber insgesamt auch gar nicht mehr so einfach, weil das einfach der Sport nochmal in der Popularität zugenommen hat. Es ist einfach ein ganz besonderes Stadion, weil es offen ist, weil es ein bisschen so eine schüsselartig ist. Von der Architektur eben dadurch ist es relativ laut, es passen über 80.000 Leute rein. Und es ist ganz merkwürdig, wenn man ankommt. Man fährt da auf dem Highway entlang, der sozusagen in die Stadt reingeht, fährt fast aus der Stadt wieder raus, aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Und da sind auf der rechten Seite ein riesiger Parkplatz, also wirklich ein irre großer Parkplatz. Ich als 17-Jähriger habe nicht verstanden, wieso die so einen unfassbar großen Parkplatz brauchen, weil da ja nicht nur Autos parken, sondern das ganze Tailgating eben als Tradition da relativ groß gemacht worden ist. Und das sind zwei Stadien. Das ist einmal das Royals-Stadion, das Baseball-Stadion in Blau, blau-weiß, und dann daneben das rot-weiße Stadion Arrowhead. Das ist schon einfach beeindruckend groß. Also wenn wir deutsche Stadien, sind meistens die Fußballstadien groß oder die Leichtathletikstadien, also das war noch so viel größer vom Gefühl her und das so viel mächtiger. Das klingt wie in Philly. Und das ist eben dann wirklich Kultur. Die haben da ein riesiges Areal gemacht. Das ist eben wirklich fast 20 Jahre her. Ich glaube, sie haben es nicht wirklich groß renoviert. Also wird immer noch ähnlich aussehen. Und die Stadt ist eben wirklich... Also amerikanische Städte sind ja eigentlich immer noch ein Tick größer, aber die Innenstädte immer relativ klein, eben wirklich schön nett. Es gibt da wirklich sehr, sehr viel Kultur, sehr viel Restaurants. Man kann da sehr, sehr gut leben. Und das, was mir damals schon aufgefallen ist, diese ganze Stadt lebt den Sport und liebt den Sport sehr, weil überall kriegt man was mit von den Royals, aber gerade auch von den Chiefs. Damals, und das habe ich mir auch gekauft, ein Trikot von Tony Gonzalez war
war der Tight End bis in den letzten Jahren der beste Tight End, der je in der NFL gespielt hat. Hat sich jetzt ein bisschen verschoben durch Gronk, durch Kelsey und Co. Aber das war eben der Star. Die waren in der Regular Season immer ganz ordentlich mit ihm, haben aber nie in den Playoffs wirklich was gerissen. Und der hat sein erstes Playoffs-Spiel dann gewonnen, leider nicht mit dem Chiefs. Kann man ihn stoppen? Irgendwie, der redet die ganze Zeit. Ja, das ist halt seine, ich stoppe niemanden, der für was Leidenschaft hat. Ja, genau. Kotsche, du bist so und gut, Herz oder? Dann fangen wir mit so einer Frage für Nico. Was du auch angerichtet hast mit deinen Chicken Wings. Hier kommen ganz viele Tipps rein. Tessa hat natürlich schon im Discord einen eigenen Rezepte-Channel eröffnet. Ich weiß, dass du im Tessa. Discord, an dieser Stelle können wir einmal kurz Werbung für den Discord-Server der Footballerei machen. Tessa haut euch ja immer den Link in den Chat. Da musst du unbedingt reingucken. Also es wird dir geholfen, Nico. Du wirst hey, nicht Leute, verhungern beim Super Bowl. Butter, Milch und Magic Dust scheinen. Aber was für eine Kultur herrscht im Stadion? Also wir sehen ja immer nur mal so Bilder, wenn denn mal wieder Fans im Stadion sind. Die sind schon alle irgendwie auch verkleidet. Dann gibt es aber ja, ne, die Washington hieß früher mal anders, das Team. Jetzt gibt es ja auch Gerüchte, dass die Chiefs vielleicht auch ihren Namen ändern müssen wollen. Aber ich glaube, also das hat ein bisschen eine andere Richtung, von dem es kommt. Die Chiefs war wirklich eher für die Native Americans, wie man sie jetzt ja nennen soll, eher eine Anerkennung und Positivthema. Das Wort mit R, was Washington vorher hieß, ist eben wirklich ein negativer Begriff. Mhm. Ich glaube, es ist bei den Cleveland Indians, so hießen sie, Indians ist auch ein negativer Begriff, wird auch nicht mehr genutzt. Von daher, die Chiefs haben da immer das Argument, dass es eher eine positive Wertschätzung ist. Die Native Americans haben in Kansas im Staat auch relativ viel zu tun. Also da gibt es auch relativ viele Museen. Da hat natürlich die andere Seite auch Dodge City als also White Earp, wer wem was sagt, als Cowboy da gewesen. Also die sind schon sehr, diese Western-Staaten sind schon sehr geprägt noch von der Zeit. Es ist der Bible Belt, es ist normalerweise sehr religiös alles drumherum da. Und dann im Stadion. Und ich glaube, gerade im Stadion ist es ein bisschen normale Sportkultur. Und aber viel Gesang, viel Fanatismus, viel Schreien, sehr, sehr laut eben. Das haben die auch einen Tick? Stadion. Also springen die auch durch brennende Tische? Barbecue. Oder lassen sich also mit Ketchup Tick, und Mayo der bespritzen? Der Tick ist Barbecue. Also es ist am Ende, wenn es Tailgating da reingeht, es ist einfach eine unglaubliche Tradition an Barbecue. Das ist die Stadt und der Zentrum, wo so unglaublich viel Barbecue-Soße, und also nicht die Barbecue-Soße, die man bei uns im Supermarkt kaufen kann, sondern die ist rauchig, die ist scharf, die ist eine ganz andere Konsistenz irgendwie. Also die leben sehr Barbecue-Soßen, muss man ehrlicherweise sagen. Während man den Bills dann eher so ein bisschen Ketchup und Senf hat, damit wird sich ein Chiefs-Fan nicht abgeben. Okay. Oh, die fallen her. Ja. Aber wollen wir die Fragen starten? Ich glaube, da gehen wir ich noch. Ich wollte gerade sagen, gibt es noch irgendwelche, also das wären jetzt alles schon Sachen, da hätte ich gerne darauf geantwortet. So eine Basisfrage an Nico. Stopp, wir wollen euch ja mitnehmen. Ja. Das sollten wir vielleicht noch einmal sagen. Wir dürfen nicht auf den Chat gucken in der Zeit, Nico. Nee, mache ich nicht. Aber ratet gerne mit. Und vielleicht, ich weiß nicht, du bist hier jetzt der Quizmaster, aber dürfen wir einen Joker nehmen und dann auch genau, immer Genau, ich finde, jeder von euch hat einen Joker, nicht bei der ersten Frage, sondern immer erst bei der zweiten Frage. Die erste, glaube ich, ist dann zu gut Einstiegsfrage, dann zu gucken, ob die Leute euch nicht helfen können. Auch an die Leute im Chat, wir vertrauen euch da, bitte nicht googeln. Okay. Genau, Die erste Frage an Nico wäre, welches andere Team ist der größte Rivale der Chiefs? Sind es die Raiders, sind es die Ravens oder sind es die Broncos? Boah, das ist schon gemein, weil ich das eigentlich etwas wäre, was ich wahrscheinlich wissen müsste. Und ich gehe gerade so Red Zone gucken der letzten 3 Jahre durch, ob ich irgendwo einen Satz höre, der sagt, das ist ein Ich versuche nur Zeit zu überbrücken, bis ich nach Chat lege. Ich nehme die Raiders. Nee, halt, Moment, die Broncos. Broncos. Nimmst die Broncos, 10. Ich nehme die Broncos, ja. Das wären die Raiders gewesen. Ernsthaft? Dann die Raiders gewesen. Boah. Jahrzehntelang. Warum durfte ich denn nicht raten? Ich hätte den Punkt bekommen. Ja, weil willst du alle Punkte haben? Oder? Am Ende wollen wir faire Fragen. Aber nur für Daniel habe ich nämlich heute auch meine Raiders angezogen, um ihn so ein bisschen zu ärgern. Da haben wir sogar darüber geredet. Ich habe das vorhin sogar in die Pre-Show, bevor wir vorher geredet haben, habe ich mich über das Raiders Pulli aufgeregt. Und gerade daraus hätte ich eigentlich gedacht, du weißt es, ich wollte dir so einen kleinen Tipp vorher geben. Aber das war schon bewusst. Dann die erste. Ja, du hast recht. Ich schäme mich gerade. Ich merke gerade, wie ich den verkacke.
aber 10 Jahre lang, also so, wenn du 2010 mal irgendwie die Chiefs-Fans gefragt haben, die wurden jahrelang gedemütigt von den Raiders. Die wurden aus dem Stadion in Oakland rausgetrieben und egal, wo die Raiders gerade waren, haben sie verloren. Und von daher ist das eine sehr tragische Geschichte und ehrlicherweise, die Chiefs-Fans genießen es gerade, dass sie, egal wer der Quarterback ist, egal wer der Head Coach ist, dass sie eigentlich über die nächsten Jahre eine ganz gute Position haben, die Raiders auch mal was zurückzuzahlen. Okay, scheiße. Genau, aber ich glaube insgesamt sind Rivalitäten auch sogar auf dem Niveau Packers-Bears, was so die größte Rivalität ist, ist was anderes als hier. Also das ist nicht vergleichbar mit Dortmund-Schalke oder mit HSV Bremen. Das ist nur, also die sind sehr viel kollegialer dann noch. Trotzdem, dazu muss man aber ja auch einmal sagen, dass die Chiefs gegründet wurden von Lamar Hunt. Lamar Hunt ist einer von zwei Hauptinitiatoren der AFL, also der Konkurrenzliga der NFL. Und bei den Raiders war ganz lange Al Davis der Chef. Und Al Davis hat eigentlich dafür gesorgt, dass es dann so mal so richtig gekracht hat. Ja. Also deswegen zwischen Lamar Hunt und Al Davis, das war eh immer so eine Hassliebe. Und das sind jetzt auch noch deren Teams. Kutsche, kurze Frage. Ja? Hast du dich vorbereitet oder weißt du sowas, inklusive deinen Namen? Sowas weiß ich. Das weißt du wirklich? Ja, sowas weiß ich. Inklusive Vor- und Nachnamen. Ich habe halt auch ein Buch darüber geschrieben, über 100 Jahre NFL und so ein bisschen was, also ich vergesse viel, aber ein bisschen was bleibt auch. Ja, was ich faszinierend finde, ist diese Namen, also die Vor- und Nachnamen, dass du die alle kannst. Wenn wir jetzt irgendwie ich bin eigentlich schlecht in Namen. Das finde ich du warst der Stefan. Ja. Ich mag das. Ich bin ein großer Fan der NFL. Ich habe großen Respekt. Wenn ich Bücher lesen würde, würde ich es lesen. Ja. Also, Kutsche, eine Frage an dich. Die ist ein bisschen länger, von daher Konzentration. Aha. Ein Quarterback hat sich Anfang der 2000er Jahre bei den Chiefs-Fans sehr unbeliebt gemacht. Wer war's? Matt Ryan, weil, ich gebe dir eine Begründung dafür jedes Mal, er hat die frühere Chiefs-Legende Tony Gonzalez gezwungen, seinen Basketball-Jubel im Arrowhead zu machen. Mhm. B, Tom Brady. Er hat das Arrowhead Stadium nicht so gewürdigt, wie es die Chiefs-Fans gewünscht hätten, weil er gesagt hat, Stimmung im Gillette Stadium ist deutlich besser. Mhm. Und C, Carson Palmer, der wurde nämlich, war ja 2010, 2011 Quarterback der Raiders, wurde in seinem ersten Spiel für die Raiders zur Halbzeit eingewechselt im Arrowhead gegen die Chiefs und hat zu dem Zeitpunkt, weil der andere Quarterback zu schlecht war, statt 0-21 für die Chiefs, wurde er eingewechselt, hat das Spiel gedreht und am Ende gesagt, ich hatte eigentlich nicht erwartet, heute zu spielen, ich hatte kein Training, aber für die Chiefs reicht es dann doch noch. Welcher war's? Also A schließe ich aus, weil du hast gesagt, Anfang der 2000er, da war 2010er. Ach, der 2010er, okay. Right. Was war die Begründung bei Matt Ryan? Er hat die frühere Chiefs-Legende Tony Gonzalez, wissen wir, ist gewechselt nach Atlanta, hat er gezwungen, seinen Basketball-Jubel in Arrowhead gemacht, fanden die Fans nicht so cool. Nee, das schließe ich aus. Ich würde C, Carson Palmer nehmen. Es war A. Echt? Es war Matt Ryan. Es war so, dass Tony Gonzalez sein erstes Spiel wieder im Arrowhead gemacht hat, hat einen Ball gefangen in der Endzone, hat dann typischerweise immer so, also der war Basketballspieler im College, in der Highschool, also Two Sports Guy, hat dann immer sozusagen so einen Dank gemacht über das Field Goal, das war sein Jubel und er wollte es nicht machen und Matt Ryan ist hingegangen, hat ihn davon überzeugt, komm, mach es. Und seitdem war Matt Ryan bei den Chiefs nicht mehr so ganz, zumindest die ersten paar Jahre nicht mehr ganz so beliebt. Siehst du, was gelernt. Und es steht noch 0-0, Nico. Ich hätte C genommen auch. Die Geschichte klang gut. Aber also die Geschichte ist so, es ist wirklich so gewesen, dass Carson Palmer bei 0-21 sein erstes Spiel für die Raiders gegen die Chiefs im Arrowhead gemacht hat. Aber er hat dann 3 Interceptions geworfen und hat klar verloren. Von daher, die Geschichte war etwas ausgedacht. Finde ich aber stark, wie du sie dann auch performst hier, so recht glaubhaft. Das gefällt mir. Weiter so. Genau, dann für dich auch eine etwas längere Frage. Wie viel hat jeder? Jeder 3 Fragen? Jeder 3 Fragen, genau. Ja, okay. Was ist die größte Leidenschaft des Cheftrainers Andy Reid? Wenn du es so weißt, ohne die Antworten zu kriegen, gibt es einen Extrapunkt. Aha. Du kriegst gleich einen Extrapunkt, wenn du es weißt. Diese Regeln kann ich nicht. Wenn du es weißt, dann jetzt, was ist das hast du jetzt schon Angst, ne? Ja, echt. Weißt du? Ich merke das. Nee, mach mal. Okay. Andy Reid ist als Person ja relativ füllig, von daher ganz spannend. Er war selbst Footballspieler. Ist heute noch bei jedem seiner Heimspiele seines Highschool-Teams, es gibt ein lustiges Video davon, kann man sich wirklich gut angucken, wo er auf dem Spielfeld steht, viel größer ist als seine Mitspieler, riesengroß ist, auch wirklich noch groß. War O-Liner früher. War O-Liner und er ist immer noch Rekordhalter in ganz vielen Themen bei seinem Highschool-Team, hat damals nicht nur, also in einem College und O-Line gespielt, da auch im Offensiv gespielt. Es wird hier nicht gegoogelt. Nee, alles gut. Ich mach nur was ist denn jetzt die Frage? Genau, also die größte Leidenschaft des Cheftrainers. Ja. Er ist immer noch riesiger Fan seines Highschool-Teams und versucht da wirklich alle Spiele zu sehen. Mhm. Er liebt Cheeseburger und vergleicht alles mit Cheeseburgern. B. Und wettet mit Cheeseburgern. Es fühlt sich zum Beispiel so an, wie ein Viertelfünder zu essen. Und dann C. Er ist riesiger Fan der Insel Hawaii.
Ich glaube, man kennt da Andy Reid, der trägt immer Hawaii-Hemden, hat da auch ein Haus und ist in der Offseason, sobald der Super Bowl gewonnen ist, direkt auf Hawaii. Weißt du es? Ich habe eine starke Vermutung. B. B sind die Cheeseburger. Ja. Das ist richtig. Ja. Ben, jetzt erinnere ich mich nämlich wieder dran, dass er meinte, ich glaube, war das nicht nach dem Championship-Game oder so? Nee, jetzt nach dem Super Bowl. Nach dem Super Bowl auch. So, ja, ja. Ich gehe erst mal einen Cheeseburger. Ja, genau. Aber auch das mal googeln, es ist super spannend. Er geht mit seinem Team, er lädt ja auch die Chiefs regelmäßig zu Cheeseburger ein. Der belohnt sich das und andere Leute immer mit den Cheeseburgern. Also es ist unfassbar. Der vergleicht Sachen, also auf dem Spielfeld. Mann, der Ball war ja wie ein richtig geiler Cheeseburger. Also das ist bei ihm sozusagen wirklich die Währung für alles. Alter, ich habe Bock auf einen Cheeseburger jetzt mal. Aber Shoutout an dich, Daniel. Diese Hawaii-Geschichte zum Beispiel, die hast du dir wahrscheinlich ausgedacht. Vom Hawaii-Hemd also, Hawaii-Hemden trägt, auf, weiß man, zu seinem und, Apartment auf Hawaii zu kommen, ist nicht so schlecht. Kutsche, no front, ne? Ja. Du letzte Woche dein Quiz. Ja. Er jetzt in der Hälfte und macht jetzt schon mehr Spaß. Die zweiten Fragen waren auch ehrlicherweise immer die Highlights. Also gut, ich habe einen Punkt geholt bisher. Ja. Dann jetzt Frage an dich, Kutsche, um auszugleichen. Ja, danke. Die Chiefs ändern die... jetzt, das weißt du, ne? Machen wir doch nicht so einen Druck. Ändern die amerikanische Nationalhymne gerne immer etwas ab. Mhm. Leider keine, es wäre sonst zu einfach. Was singen sie am Ende der amerikanischen Nationalhymne im Gegensatz zur echten Version? Go Chiefs, kommt immer. Go Chiefs, go. Kein Entweder-Oder? Doch, mach mir bitte. Kein Entweder-Oder. Wieso? Du weißt doch, wie die amerikanische Nationalhymne endet. Mm-hmm. Land of the Free and Home of the Brave. Home of the Chiefs. Das Chiefs ist das letzte Wort. Aber du hast Go Chiefs gesagt. Ja. Aber ich krieg ich den Punkt Chiefs. Jetzt? Das ist ja... Also, da ist kein Go. Ich sehe da, also, ich Moment, seh da kein Go, also, Chiefs. Ich muss zugeben, dass du ein bisschen... Du hast ihm keine Chance gelassen, das noch richtig zu antworten. Ja, ja, den Punkt. Von daher den Punkt geben wir den Punkt an Kutsche. Es steht 1-1. Chiefs ist am Ende. Aber Helden würde ich auch nehmen. Nee, also, aber auf jeden Fall ist ja... Also, das war für mich der emotionalste Moment bei Super Bowl letztes Jahr. Chiefs. And Home of the Chiefs, ja. Als du da... Also du warst im Stadion, das muss so krass gewesen sein, weil da ist die Nationalhymne riesengroß und am Ende hörst du nur noch Chiefs. Und es waren mehr Chiefs-Fans im Stadion. Siehst du hier diese Gänsehaut? Ja, gerade Gänsehaut. Ich stand da mit drin, hab mein Handy an und weiß, ich filme jetzt immer so, ich filme das ja gerne immer, ich filme auch bewusst nicht die ganze, sondern immer nur dieses letzte Ding, Free and Home of the Brave und so. Und dann auf einmal alle um mich rum schießt. Und ich merke so, wie alle meine Arme so, wow, okay, das ist gerade ein Moment. Ich fühle es. Ja, die genau. Hätte ich gewusst. Dann einmal an dich die dritte Frage. Das Arrowhead ist das lauteste Stadion der NFL, das weiß man. Zweites lauteste steht in Seattle, das ist aber nicht die Frage. Das drittlauteste weiß ich ehrlicherweise nicht. Wie laut ist es dort im Jahr 2013, da wurde der Rekord aufgestellt, gewesen? Einmal, es waren 142,2 Dezibel, das ist Autorennen-Kampfflugzeug-Lautstärke. Es sind 124,8 Dezibel, das ist Vuvuzela, Presslufthammer. Oder es sind 152,2, das ist Schmiedehammergeschütz. Ich weiß es. Ich will dir keinen Druck machen, ich weiß es aber. Ja, ich auch, A. Hm. Ja, stimmt. 152 wäre auch ohrschädigend. Also, ja. Das ist die Grenze. Einmal mehr, nochmal eine Verdopplung mehr wäre gefährlich fürs Ohr. Und Fun Fact: Ich wusste die Zahl. Ja. Also, als du sie gesagt hast, habe ich mich wieder dran, weil ich das irgendwo mal gelernt habe. Und Zahlen kannst du dir gut merken? Ja. Es steht auf dem Super Bowl-Ring drauf. Mathe-Leistungskurs? Den die gekriegt haben, da steht 142,2 drauf, als Zeichen an die... Das ist bei mir, da muss ich mal nachgucken. Nee, ja. Es ist so, weißt du, womit ich meine, also ich komme immer aus dem Fußball, aus dem Football, und im Football habe ich keine Almanacs gehabt, aber ich habe früher so Kickerhefte. So, dann habe ich nachgeguckt, wie viele Spiele hat denn der und der Spieler vorher bei Bayer Uerdingen gemacht, und ich wusste das. Bayer Uerdingen. Lieben Gruß an dieser Stelle an den Grotifanten. Ja. Bayer 04 Uerdingen. Ja, die Grotenburg-Kampfbahn. So, hier, gut, letzte Frage. Jetzt bleibt die Frage, ob ich gegen den Experten und Buchautoren Kutsche Kutschkowski hier dieses Tippspiel gewinne, als der Knallkopf hier in der Runde. Wir haben einmal bitte die Einblendung des Chiefs-Fans in den Stream an unseren Producer. Wie heißt seine Kopfbedeckung? Genau, der Superfan der Chiefs, also der bekannteste Fan der Chiefs, heißt X-Factor. Hat auch so ein riesiges, fast so ein, wie bei den Packers und Käse, aber in Rot, und da steht riesig X-Factor drauf. Mhm. Ist der Star des Tailgatings, macht das geilste Barbecue, hat auch den Weltrekord des lautesten Stadions mit initiiert. Also er war der im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen worden ist. Der hat bis zum letzten Sommer eine unfassbar lange Zeit jedes Heimspiel im Arrowhead gesehen.
Ja, die Frage an dich ist natürlich, wie viele waren es? Mhm. Waren es A 127, waren es B 222 oder waren es C 329 Spiele, die er am Arrowhead gesehen hat? In Folge. In Folge, ohne eins zu verpassen. Mhm. Da muss man ja, muss man ja wissen, durch was man es teilt. Mhm. 16 Regular-Season-Spiele, davon sind aber nur die Hälfte Heimspiele, also 8, dann vielleicht noch ein oder zwei Playoff-Spiele dazu, wobei die Chiefs ja auch lange schlecht waren in den Playoffs. Also ich glaube, du kannst das Bild auch mal angucken, wie alt er ist. Also das ist vielleicht immer ganz spannend zu sehen, wenn das nochmal on-air gehen würde. Sag nochmal schnell die Zahlen. 127. Schließe ich aus. 222 oder sind es sogar 329? Ich habe mir so eine Zahl notiert, letztens bei dem Bills-Fan, der sehr viele in Folge gesehen hat, der war schon relativ alt. Deswegen nehme ich das mit der 200 vorne. Es tut mir leid, Kutsche. Ich würde nämlich das mit den 100 nehmen. 100 nur? Es sind 329 Spiele. Krass. 329? Und der ist jetzt durch Corona, hat er gesagt, er wird auch, wenn das Stadion nicht voll ist, nicht ins Stadion gehen. Das heißt, der hat eine gesamte Saison verpasst. Wie alt ist der denn? Ich kann es ja nicht genau sagen. Ich glaube, wir sagen in den 60ern auf dem Bild. Nein, wenn du 329 Spiele in Folge gesehen hast, durch 8. Der ist nicht so alt. Also der sieht zumindest nicht so alt aus. 329 durch 8? Also nur, wir reden nur von Heimspielen. Wir reden nur von Heimspielen. Der hat nur Spiele im Arrowhead gesehen. Das sind aber das sind bummelige 40 Jahre. 300, wo ist denn hier mein Rechner? 329. Vielleicht zeigt er nochmal, das ist der 41 Fan. Jahre. Kutsche, das ist der Fan. Ja, Nico, du hast das Fest gewonnen. 41 Jahre. 41 Jahre. Sag doch Zahlen. Ja, dann, also, ja, okay. Das ist er. Ja, das stimmt, so alt ist er noch nicht. Und das ist auch ein frisches Bild, oder? Ja, der hat ein bisschen. Hat er noch, aber er versteckt sich auch ein bisschen. Gratulation, Sieger des heutigen Quiz, Nico. Du darfst dir ein Getränk in den Kühlschrank stellen. Hast du dir sehr gut überlegt. Es soll ja noch eine vierte finale Folge von The Road to the Bowl geben. Mhm. Nicht heute in einer Woche, sondern mehr zum Super Bowl hin. Ich würde sagen, da wirst du dann mal der Quizmaster sein, Nico. Wollen wir das schon mal festschnüren? Da müssen wir dann allerdings über die Buccaneers sprechen. Aber warum nicht? Da sprechen wir über die Fankultur der Buccaneers. Die haben ja auch ein ganz geiles Stadion, in dem war ich schon ein paar Mal, weil ich mal NFL Europe-Trainingslager war. Ich bin der Quizmaster, wir reden nicht über die Buccaneers, sondern ich lasse mir was einfallen. Wir reden über den Super Bowl. Aber Fankultur. Ja, Fankultur ist Super Bowl. Fankultur ist Super Bowl, alles klar. Genau. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Leute, im Chat, irgendwo, könnt ihr mir helfen? Ich brauche Fragen. Also Leute, ich hab was vor. Ich will ein Quiz machen, wo ich Leuten ein paar Fragen stelle, Multiple Choice. Rund um Super Bowl und Fankultur aus allen 55 Super Bowls. Falls ihr irgendwo eine gute Frage habt, schickt sie bitte mir. Am besten über Instagram, oder? Ja, gerne mal. Oder auch im Discord. Tessa, wenn du das siehst, kannst du mir einen Gefallen tun, irgendwie klären, dass wir aber so geheim, dass die das nicht mitkriegen. Eigenen Channel im Discord dafür, oder? Aber so geheim. Ganz, aber so, wie die nicht rein dürfen. Und, nee, stimmt mal. Kannst du das regeln? Also irgendwie, dass ihr das mir zukommen lassen könnt. Ihr werdet eine große Hilfe. Wir müssen auch, und das müssen wir noch sagen, wir haben ja, das ist ja hier live und wir sind ja quasi mit euch auch interaktiv. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen wollen. Ne? Wir haben noch nicht mal einen Tag. Ja, deswegen vielleicht auch an euch die Frage. Könnt ihr jetzt auch gerne noch mal kurz im Chat mit diskutieren, denn wir haben ja noch einen letzten Programmpunkt, den wir noch durchziehen werden. Ne? Ja, klar. Ja, ziehen wir noch durch. Du bist schon so... Nee, das ist Spiel um Platz 3, ist Weltpremiere, das gab es noch nie. Okay, super. Macht euch mal Gedanken, was ihr in dieser kleinen gemütlichen Runde euch von uns vorstellen und wünschen würdet. Sollen wir quasi wann eine letzte Road to the Bowl machen? Sollen wir sie direkt, kurz vorher, irgendwo weiter weg und so weiter? Macht mal einen Vorschlag, was ihr denkt. Und vor allem thematisch auch. Also wenn ihr thematische Wünsche habt, schreibt das auch gerne mal rein. Wir wollen es wirklich interaktiv mit euch machen. Deswegen gebt jetzt eure Infos mit rein. Schickt uns überall Nachrichten, teilt euch mit und dann werden wir gemeinsam was draus bauen. Es gibt noch eine Sache, die ich nicht weiß. Pat Cooper schreibt nämlich auf YouTube, X-Factor stinkt ab gegen Gorilla Rilla. Ich denke an, das ist ein Fan von einem anderen Team. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Aber ich weiß wüsste nicht, jetzt wer Gorilla Rilla ist und kann es dir nicht genau sagen. Dann schreib doch bitte mal rein. Wir wollen gerne dazulernen, Pat Cooper, zu wem Gorilla Rilla gehört. Ich habe den Namen ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Cool. So, es gibt jetzt das Spiel um Platz 3. Tessa, du müsstest jetzt bitte zumindest auf Twitch
uns von Podcast zu Madden bitte transferieren. Wie ich jetzt schon wieder, wie ich schon wieder keinen Controller kriege, ne? Merkst du das? Ja, ja, da ist Daniel. Das versucht er da wieder irgendwas also anzustellen. Also es gibt das Spiel um Platz 3, Weltpremiere gibt es sonst nicht in der NFL, das an diesem Wochenende ausgespielt wird. Das Spiel um Bronze, geil, im Schnee. Die Buffalo Bills zu Gast bei den Packers. Warum spielen die Packers zu Hause? Könnt ihr es kurz erklären? Warum ist das Spiel bei den Bills? Sie haben ja im Gegensatz zu den Bills haben sie ihre Okay. Gut. Und hat er sich irgendwie einmal zu erklären. Also Nico ist Buffalo natürlich und Daniel ist Packers. Ich habe mein NFL-Trikot, das ich mir mal gekauft habe, aus dem Schrank geholt und das war zufällig das von den Bills. Deswegen habe ich du hast doch immer noch das Trikot an, was du vorhin schon anhattest. Ja, ja, das ja, war ja, ja. Also der zukünftige MVP der Saison 2020 spielt gegen Nikos ganz persönlichen MVP. Ja. Man hier geht es um eine ganze Menge. Oh, man sieht echt gar nichts. Scheiße. Wieso fängt er hier nicht? Warum spielen die Bills denn in weiß auf Schnee? Warum nicht in der Schnee? Ja, können die nicht in Rot spielen? Ja, echt, also merkst du, wie er trickst, Alter? Am Ende ist es eben ein Snowgame und das ist eben schwer zu spielen. Das sind einfach schwere. Merkst du, wie er trickst? Okay, also, wir spielen 3 Minuten pro Viertel. Ja, komm. Und das war's! Ja, noch nicht ganz. Und die Packers haben Probleme. Mhm. Ah, hier, ich erkläre euch kurz. Dankeschön, Pat Cooper, Gorilla Rilla. Ist einer der ersten und ältesten Superfans, die es gibt. Natürlich vom besten NFL-Team, den Raiders. Oh, hat ihn, ne? Aber hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. So, jetzt die Frage. Spielt sie ihn aus? 4-2? Markus Seel fragt, wie viele Zuschauer haben den Super Bowl live im Stadion gesehen? Vom ersten bis zum aktuellen. Also, was meinst du, Markus? Sollte man jetzt den ersten Super Bowl, gab es 69, zumindest der so tituliert wurde, oder 68, irgendwann Ende der 60er. Also von 68 bis jetzt alle Zuschauerzahlen zusammen addieren? Oder meinst du, ob es einen einzelnen Menschen gibt, der alle Super Bowls gesehen hat? Weil also der aktuelle Commissioner natürlich hat viele gesehen, aber noch nicht die Ende der 60er. Ich glaube, also ein Spiel habe ich auch nicht von gehört. Was ganz spannend ist, ist natürlich die Anzahl an Leuten im Stadion massiv zugenommen hat in den letzten Jahren, weil die Stadien einfach immer noch größer geworden sind. Vielleicht, was mir dabei einfällt, was natürlich nichts damit zu tun hat, aber manchmal ist das ja so, ist, dass wir am letzten Wochenende einen Rekord an der Football-Zuschauer bei ProSieben hatten. Also ja. Haben wir letzte Woche darüber geredet, 1,67 Millionen. Big Bang-Theorie war das letzten Mittwoch? Genau, ich glaube, Nico. Ich glaube auch meine. Ihr seid doch. Nee, das bunte, spielt, spielt bunte Themen. Was sind die bunte Themen? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, Alter! So eine Scheiße! Aber am Ende wirklich beeindruckende. Also, wir sind fast an Zahlen des letzten Superboots reingekommen. Ja. Gucken wir, aber du hast gedacht, es wird mehr, ne? Oder irgendwer von euch hat spekuliert? Die Frage habe ich gestellt. Ach ja, du hast die Frage gestellt. Aber ist interessant. Auch beantwortet. Hast du wieder keine Antwort bekommen? Nee. Wieso häufig? Reden die Leute nicht mit dir? Nee. Müssen wir da so, irgendwie. Was ist denn hier jetzt? Aaron Rodgers. Ich habe gerade eine Fourth Down Conversion gemacht. Also, ich bin ganz happy. 4-2 hat er ganz gut geregelt. Aber meine. Wie steht es bei euch nochmal? Auch 1-1. 1-1, ne? Ja, ja, genau. 1-1. Also, eigentlich immer noch 2-0, nachdem er letztes Mal mich betrogen hat, aber. Und vor allem in der vierten Ausgabe von... Ja, im ersten Spiel hat er mit Rookie gespielt, gegen mich als Pro, hat er gewonnen. Und jetzt fängt er an, wie ich jetzt letzte Woche irgendwas falsch gemacht habe. Guck aufs Spielfeld da. In der vierten Ausgabe dieses Spezialformats spielen wir natürlich den Super Bowl. Oder ihr spielt den Super Bowl vor. Ich spiel mit Kansas City. Ich glaube nicht, dass Daniel das zulässt. Ich glaube, ich spiele mit Home. Aber du willst ja nicht mit Brady spielen, ne? Dann musst du wohl. Hä? Du willst ja nicht mit Brady spielen. Ich spiel nicht mit Brady, kann ich nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ist doch ganz cool. Es gibt auch einen Ersatz-Quarterback bei den Bucks. Dann nimmst du den eben. Kann ich euch kurz allein lassen oder höre ich mir nämlich noch einen Köpi? Ja, mach doch. Mach doch mal, gönn dir. Bring mir noch was mit. Was möchtest du? Auch eins? Nö, ich hab noch Wasser, danke schön. Ihr müsst aber auch was sagen. Ja, ja, sehr gut. So, 3. und 10. Das ist wie mit dem Telefonieren. Wenn man jemanden anruft, dann muss man auch was sagen. Hast du uns geredet? Ja. Ich bin hier konzentriert. Ich habe hier ein Football-Spiel zu spielen. Sportler ich spiele hier eine halt. Weltpremiere. Was willst du denn? Sportler unter sich. Nee, ich habe ein Wasser, danke. Ich brauche nichts. Aber kannst Daniel ein Bier mitbringen? Vielleicht, der ist nämlich ein bisschen aufgeregt, habe ich das Gefühl. Oh, nee, da bin ich aber auch dumm, Alter. Da bin ich dumm.
Aber du hast gesehen, wie ich einen Verteidiger quasi weggezogen habe. Ja, du hast versucht, irgendwo anzunehmen. Ja, ich habe gedacht, du wirst zu dem anderen. Eine Frage an euch, vielleicht auch eine Blitzumfrage unter euch. Ich meine, wir Europäer kennen es ja vor allem aus dem Fußball, aber auch in anderen Sportarten, Handball, Fußball, also eigentlich ja fast überall gibt es ein Spiel um Platz 3. In der NFL nicht. Ich würde ein Spiel um Platz 3 mehr feiern als den Pro Bowl zum Beispiel. Wäre doch ganz cool, oder? Nee. Erfahrung sagt auch, dass das Spiel um Platz 3 immer relativ egal ist. Als Deutschland der WM im Fußball, leider Gottes, immer im Spiel um Platz 3 regelmäßiger Stammgast war, muss ich ehrlich sagen, war das Spiel, das hast du dann geguckt, aber eigentlich hattest du keinen Bock drauf. Ich kann mir auch sehr gut damit leben, dieses Spiel wegzunehmen. Und als, sag ich mal, Amateursportler, ob nun Fußballer oder woanders drin, das ist das Schlimmste. Du verlierst, du kannst nicht mehr gewinnen, musst noch so ein blödes Spiel spielen. Und am Ende, wenn du dieses Spiel verlierst, kriegst du nicht mehr eine Medaille. Nicht gut. Okay. Pat Cooper schreibt übrigens, Nico gewinnt 13-7. Auch ein schöner Impuls, Nico, danke. Ich mag, dass ihr so Vertrauen in mich habt. Schreibt doch auch gerne sonst in den Chat, wer eurer Meinung nach gewinnt noch. Steht 0-0. Wem ihr hier mehr vertraut. Im Moment sieht es stark nach Daniel aus, zumindest was die Führung angeht. Ja. Ich dachte, das wäre ein Fumble. Das sah so aus, als hätte er den verloren. Aber er arbeitet sich... Spielt denn Devonta Adams da jetzt auch mit diesen Deo-Schuhen schon? Oder ist Madden nicht so? Nee, die sind nicht so gut. Also im Schnee setzt man lieber welche. Hast du dich durchgesetzt, Coach, dass er nicht spielt damit? Okay, das gefällt mir alles. Ich habe übrigens noch einen Fun-Fact für euch. Mhm. 1970 im Super Bowl haben die Chiefs die Vikings geschlagen. Der damalige... Oh, Touchdown für die Packers. Sehr gut. Der damalige Head Coach der Chiefs hieß Hank Stram. Und das war der erste, der verkabelt war. Der hatte ein Mikro an seinem Revier. Das war das erste Mal, dass TV-Zuschauer mithören konnten, was der Coach da gesagt hat. Das heißt ja, dass sie auch, ich weiß nicht, wann das mit NFL Films so losging, aber dass die ja schon irgendwann in den 70ern, 80ern irgendwann wirklich massiv angefangen haben, Material zu sammeln. Ne? Ja. Das finde ich halt nach wie vor das Krasse. Echt gut da drin, das ist das große Thema. Das ist ein Sport, der ja super, super stark auf TV-Präsenz gemacht ist. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das merkt man bis heute. Also der ist eben für die TV-Partner, die Werbung schalten, super gut gemacht mit Pausen. Der ist so gemacht, dass du Highlights hast und dass du eben auch mehr mitbekommst. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass die NFL die reichste Sportliga der Welt ist, aber vermarktungstechnisch, marketingtechnisch war die Liga halt immer... Naja, aber auch vom Interesse der Fans. Also ich glaube, es war ich weiß nicht, ob es das Super Wildcard Weekend war oder das danach. Ich glaube, es war das danach mit den 4 Spielen. Da haben mehr Zuschauer zugeguckt als bei den NBA Finals, bei, ich weiß noch, 2 anderen Großveranstaltungen kombiniert. Also am Ende ist das schon beeindruckend, wie viele Zuschauer die NFL gucken und auch in den USA noch anziehen. Ja, aber da waren sie ja schon immer irgendwie federführend, was so neue Konzepte, neue Ideen angeht. Auch die NFL hat ja auch so Digitalformate als einer der ersten großen Ligen dann auch für sich genutzt und so. Das ist schon cool. Aber ich hätte noch eine Frage, du bist ja Chiefs-Fan, ne? Ich glaube, ja. Ja. Die Chiefs gehören ja immer noch der Hunt-Familie. Ja. Welches Sportteam hat die Hunt-Familie denn noch? Also, ich weiß, dass die Hunt-Familie relativ gut, und das ist vielleicht off-topic und wird die Frage nicht beantworten, ich muss ihn ganz kurz hier verteidigen. Ich versuche ihn so ein bisschen abzulenken. Befreundet ist mit den Bayern München, also das ist das, was mir nicht so richtig gut gefällt daran, ehrlicherweise. Aber Bayern München und die Hunt-Familie sind relativ nah und haben auch schon öfter über Kooperationen gesprochen. Ja. Bisher noch nicht wirklich viel passiert und das wusste ich mal, ich weiß es gerade nicht. Ich kann dir aber sagen, dass Mahomes mit beteiligt ist an den Royals und seine Frau Brittany Matthews ist beteiligt an dem Women Football, also Soccer Team, das auch in Kansas City jetzt neu gegründet worden ist. Also auch die beiden sind da sehr aktiv schon. Ich glaube, du sollst laufen. Na super, ich bekomme hier noch einen Tipp von Pat Cooper. Aber kannst du mir einmal helfen? Mache ich sofort. Ich will einmal Danke sagen an Pat Cooper, weil wir haben mal, ich weiß gar nicht, ob einer von euch da in der Sendung war, über Darren Waller gesprochen, diesem Tight End der Raiders, dass der ja auch so eine interessante Lebensgeschichte hat. Und den Boulevard habe ich immer noch offen, den will ich noch machen, wenn es mal passt. Und er schreibt jetzt gerade, dass es auf YouTube, nehme ich mal an, eine 17... Ach nee, von der NFL sogar, 17 Minuten über seine... So, hier ein zweites, richtig? Gut, gern. Der, muss ich wohl, ne? FC Dallas. Ah, okay.
Weil Lamar Hunt, der damals die Chiefs oder die Dallas Texans, wie auch immer man will, oder die AFL mitgegründet hat und dann dem dann die Dallas Texans gehörte, aus denen die Kansas City Chiefs entstanden, der hat auch die MLS mitgegründet. Also das ist einer der die US-Profiliga im Fußball mitgegründet hat, und da hat sich dann natürlich auch ein Team geschnappt, und nämlich den FC Dallas, weil das waren ja Texaner. Läuft nicht bei dir? Gibt's schon auch? Nee, aber ich ärgere mich darüber. Ich ärgere mich darüber, dass er den nicht gekriegt hat, obwohl er ihn hätte kriegen müssen. War gut. Hast du im vierten ausgespielt? Ja, ja, im vierten ausgespielt. Finde ich gut. Finde ich aber gut, diese Aggressivität. Ja. Die hat mir das Problem ist, bei den Bills ein bisschen gefehlt. Er hat noch eine Minute Zeit jetzt hier. Das Schöne ist, dass man Nico auch gut damit kriegt, wenn man selbst aggressiv ist. Man macht das auf jeden Fall auch, weil er damit ziehen möchte. Und das hat jetzt sich ausgezahlt. Ja. Man merkt, ihr habt schon einige Madden-Spiele gegeneinander gespielt. Nee, gar nicht so viele, aber wir haben viel FIFA gegeneinander gespielt in verschiedensten Konstellationen. Und kennengelernt haben wir uns, und unsere enge, innige Freundschaft hat damit angefangen, dass er bei einem Presse-FIFA-Cup mal gegen einen meiner engsten Mitarbeiter gespielt hat. Ich glaube, es war FC Barcelona gegen Werder Bremen im Finale, weil er nicht von Bayern München, von Barcelona oder was auch immer er genommen hat, runterrücken wollte. Real Madrid war es, genau. Und Benny heißt der, schöne Grüße. Hat die ganze Zeit gesagt, komm, lass uns doch einmal Werder Bremen HSV nehmen. Und wollt das Ding gewinnen? Und Daniel meinte, nein, ich spiele mit Real Madrid. Ja. Aber Nico, auch wenn du es nicht gern hörst, die Packers gefallen mir besser heute. Da ja, läuft, ich spiele scheiße. Runter, ja. Ich spiele scheiße. Ist Schnee nicht so dein? Nee, ich sehe auch nichts. Ich weiße Trikots auf weiß. Das hat er clever gemacht. Sagen wir, wie es ist. Also da war das. Ich glaube auch, die Trikotfarbe hast du ausgewählt, oder? Klar. Aber es freut mich halt auch. Weißt du, das sind Dinge, die machen mich stolz. Weil, wenn du merkst, er lernt. Hm. Er schlägt mich mit meinen Waffen. Aufpassen mit den Timeouts. Ihr lenkt mich hier so ab. Er schlägt mich mit meinen eigenen Waffen, das gefällt mir. Das macht mich so ein kleines bisschen stolz, das finde ich gut. So. Aber ich spiele auch nicht gut hier gerade. Das ist schon wieder kurz vor. So. Denk dran, du hast noch sehr viel Auszeiten. Mhm. Oha. Nein, der darf dir nicht. Oha. Ich sehe die nicht, Alter. Ich weiß nicht, wo meine Verteidiger sind. Kann ich nicht Trikotwechsel noch machen? Nee, ne? Also, du kannst ein neues Trikot anziehen. Vielleicht, wenn du es blau anziehst, werden die auch blau. Ja, genau. Müsstest du mal Nico Backspin fragen, der kennt sich da aus. Mit Trikots, naja. Ja. So, was kommt jetzt? Noch 20 Sekunden? Ist auch ein bisschen Clockmanagement jetzt. Ja, ich hab direkt das Timeout genommen. Ist so ein Field Goal. Machen die Packers ja gern. Jetzt einfach ein Field Goal. Ich habe das Gefühl, dass die auch nur einen Free Safety haben, die Bills heute. Obwohl das Game 2. Du bist links da. Oha. Ist er drin? Ja, fällt in der Was sagen die Refs? Ist er drin? Fällt nee, ich glaube, es war... Du hast vorher gestoppt. Nee, kannst du eine rote nicht, Flagge werfen? Nicht vorher gestoppt, sondern er hat ihn gar nicht gefangen. Er hat ihn gar nicht gefangen? Das war leider nee, ist second and goal. Incomplete. Ah, okay. Ich finde, du könntest... Aber, oder meinst du, die Packers haben aus dem letzten Wochenende gelernt und schießen jetzt nicht plötzlich ein Field Goal? Ich habe mir angeguckt bei den Bucks und haben gesagt, kurz vor der Halbzeit noch so einen Touchdown machen und die Führung auf zweistellig erhöhen, ist ganz smart. Und das. Ein Sack. Stark. Ja, alles dabei hier bei euch. Der war wichtig. Falls wir das hier fortführen, soll ich dann auch mal mein Madden-Comeback geben? Nee, lieber nicht. Ja! Die Frage, in welchem. Also, Nico freut sich gerade so, weil er nicht einen Gegner hat, gegen den er auch gewinnen kann. insgesamt die Frage, welches Spiel würdest du denn am besten hier spielen können? Jetzt geht er doch auf Field Goal, der kleine Scheißer. Was wäre dein Spiel? Nee, außer Madden meinst du? Ja, nicht viel. Das einzige Computerspiel, das ich regelmäßig gespielt habe, ist Madden. Sonst nicht. Wie mache ich Fair Catch, weißt du das? Nee. Ich muss das wissen, wie ich den annehme. Wie ich das egal, bei 9 Sekunden. Ja, ich kann auch trotzdem noch. Lauf doch. Lauf, Forrest, jetzt lauf. L1, dann... Ja, noch was aus. Das war kein Verkehrs. Okay, da. Das hört uns aus. So, 3 Sekunden noch und ungefähr 90 Yards zu gehen. Ich habe das Gefühl, es kommt eine Hail Mary. Man munkelt, das kann aber nicht mal... Der gibt hier Runs, das finde ich gut. Hast du, was ist los mit dir? Bist du bescheuert? Nein, geh oder raus, was? Geh raus da. Ich zeig dir so, was es ist. Yeah. Jetzt musst du auf Playtype. Playtype und dann runter. Dann ganz unten Hail Mary. Wahrscheinlichkeit. Was ist denn mit Shotgun Pass? Du hast noch 7 Sekunden. 6, 5. Oh. Lay of Game.
Na, 10 Jahre nach hinten macht auch keinen Unterschied. Ja, genau. Na, guck mal, Flo R. zum Beispiel schreibt, ein US-Experte meinte nach dem Packers-Field-Goal, nach der Packers-Field-Goal-Entscheidung, dass man doch Madden-Profis in den Coaching-Staff holen soll, um in kritischen Situationen mal aggressiver zu entscheiden. Gute Idee. Naja, gibt's aber auch hat genug bei euch andere, keiner angerufen, ja? Da gibt es auch genug andere Optionen, mit denen man das erreichen kann, einfach ein paar aggressivere Coaches reinholen. Also da gibt es ja ein paar, die das gerne machen. Ich erinnere mich an Chad Henne bei den Chiefs, der einfach das ist doch scheiße 2, hier, oder 10-0, weil er ja, das stimmt. Trikotfarbe mit Spielfeldfarbe mischt, Alter. Mir am rechten Ohr, ich immer jetzt so meine Güte, wir. So, zweite Halbzeit geht los. Was für eine Angst du die ganze Zeit vor mir hast hier, das ist unglaublich. Mit allen Tricks arbeitest du. Ich habe dich gefragt. Es hat Zeit, dass wir mal wieder fair spielen hier in der Runde. Frage an euch. Wir nehmen mal an, das Spiel um Platz 3 wird eingeführt in der NFL und es gibt auch einen Halbzeit-Act. Und du, Daniel und Nico, ihr dürftet euch den Halbzeit-Act wünschen. Wen würdest du dir mal wünschen als Halbzeit-Act? Post Malone. Okay. Ich glaube, ja. Das wäre. Aber ist das unrealistisch, dass der mal beim Super Bowl auftritt? Nee, ich glaube gar nicht so. So ja. Doch, den würde ich gerne mal sehen, da glaube ich. Das wäre eine ganz geile Halftime-Show. Wenn dieser Wusu-tätowierte Vogel, der aussieht wie. Ich zitiere da gerne. Oh Gott, wie heißt der? Es gibt so einen Hasan Minhaj. Kennst du den? Das ist ein. Erzähl ich dir gleich. Andere Richtung. Ah. Ja. Oh, das war ja ein wilder Wurf. Ja, wer hat ihn gefangen? Sehr gut. Stefan Diggs. Ja. Natürlich. Stefan Diggs. Yeah. Hasan Minhaj macht über Netflix so eine Serie. Hasan Minhaj für eine Frau, die Nicki Minhaj. Patriot Act heißt das. Yeah. Das ist eine sehr geile so Reality, also der nimmt so Themen des Alltags und bespricht die. Sehr, sehr geiles Format, kann ich jedem empfehlen auf Netflix. Ist wirklich eine meiner Lieblingsserien, die es da gibt. Der hat mal eine über Rap gemacht und hat Post Malone beschrieben mit den Worten he looks like the guy who's dating your drug dealer's mom. Okay. Und das fand ich so geil. Ja. Oh, Touchdown, jawohl ja. Deswegen würde ich gerne the guy who looks like the drug dealer's mom da beim Super Bowl in der Halftime Show sehen. Und du, wenn du frei wählen dürftest? Du darfst entscheiden, Daniel, wen würdest du reinstellen? Guck mal, Pat Cooper bleibt bei mir jetzt, 13-10. Ich finde, ich wundere mich auch, und da bin ich bei Johannes Strate. Ja, Vollgas jetzt, ne? Mehr echte Bands und mehr echte Musik. Sieh zu! Und weniger Sachen, die irgendwie am Ende nur zur Show da sind und... Ja, ich hätte gerade drüber nachgedacht. Wow. Da habe ich selber Druck gemacht. Aber ich will ja 13-10 gewinnen. Ist aber möglich. Am Ende habe ich gerade drüber nachgedacht, ob es irgendeine Frau gibt oder eine weibliche Bandmitglied, die ich mir hätte gut vorstellen können. Das würde ich auch nicht schlecht finden. Ich finde, da sind mir viele der Frauen, die da auftreten, dann immer, da sind wir ein bisschen wieder beim Thema von vorhin, dann eben nur für die Optik ausgewählt. Du bist übrigens dran mit dem Kick, das war's. Billie Eilish. Genau, Billie Eilish würde ich auch cool finden. Also mal einfach was dann anders ist und was da nochmal ein bisschen Farbe rein. Ja, Julia. Aber ihr kennt sie offenbar. Ja, ich bin Bild-Zeitungsleser. Ah, okay. Ich habe die Bild-App. Ja. Ja, okay. Know Your Enemy, sage ich da immer. Wen willst du denn da gerne sehen? Metallica. Ja? Metallica. Ja, ganz klar. Metallica. Hast du die hier drüben gesehen? Ja. Das war sensationell. Metallica. Ich war so begeistert. Das wäre super. Ja. Vor allem, also die sind ja auch bekannte Raiders-Fans, die kommen ja auch aus der Bay Area und wenn es dann mal da wieder einen gibt, finde ich, kannst du das immer noch Raiders-Fans, jetzt wo sie in Las Vegas sind? Das weiß ich nicht. Also da ich glaube, James Hetfield hat auch ganz andere Probleme als die NFL gerade. Nächste Fände ich cool. Aber genau deswegen würde ich jetzt die Theorie aufstellen, dass sie wahrscheinlich mindestens genauso häufig in Las Vegas waren in ihrem Leben. Gebe also eine Verbindung. Oh Mann, Alter, wieso sind die so offen? Aber das Problem ist, uns fragt ja keiner leider. Nee. Wer ist da Head of Production 50 Cent? Nee, Jay-Z, ne? Jay-Z hat auf jeden Fall jetzt da mit Hand drauf. Die haben 10 Jahre lang, glaube ich, einen Vertrag gemacht, wo sie mit beraten und entscheiden, wer da hingeht. Da kann man sicher sein, wir werden viel Hip-Hop sehen.
Ja, ist ja auch nun mal die Musik und die Kultur, gerade auch in den USA noch mehr, die dominiert wie nichts anderes. Wenn du dir da die Zahlen anguckst. Wünsche mir aber immer eine gute Mischung. Also es ist, also aber was ist The Weeknd, ist das Hip-Hop? Nee. Klar. Ja? Klar. Sehr poppige Hip-Hop. Es ist R&B, aber es ist alles R&B. Ja. Aber es ist, der Typ ist genauso Hip-Hop, aber kommt genauso aus dem Bereich. Seine Wurzeln und so. Aber der ist doch schon so erfolgreich, den bringt so ein Super Bowl Halftime-Auftritt fast gar nichts, ne? Aber gut, Shakira aber und J-Lo eigentlich auch nicht. Hast du mir die Geschichte erzählt, Nico, mit dem Grammys? Ich letzte Woche hier, glaube ich, erzählt, oder? Ja. Mit den Billboard-Charts. Nee, das habe ich mit den Grammys erzählt. Mit den Grammys. Ja, das kann ich auch nochmal erzählen. Die Geschichte ist ja insofern halt ganz lustig, als dass er ein, ich fange so an, weil er kurz noch rum will. Er ist nicht, also ich fange noch einen davor. Er hat mit Blinding by the Lights, wie der Song heißt, den erfolgreichsten Song des Jahres gemacht, weltweit. Ich würde auch sagen, der wird auch wahrscheinlich noch 2021 in den Top 3 der erfolgreichsten Songs sein. Und ist nicht für den Grammy nominiert. Grund ist, weil die Grammys gefragt haben, okay, welches 3-1, ich laufe nicht, was ich meine, jetzt bin ich sicher. Ich will hier direkt, weil du mit uns quatscht. Grund ist, weil er die Option gekriegt hatte, Super Bowl Halftime Show zu spielen. Und sie haben gesagt, okay, entweder du spielst Super Bowl Halftime Show oder Grammy Awards. Und er hat gesagt, nö, spiele ich Halftime Show. Daraufhin haben die Grammys gesagt, okay, dann kriegst du auch keine Nominierung. Ja, okay. So ein bisschen nach einer objektiven Entscheidung. Ja. Auf jeden Fall ziemlich bescheuert. Die Grammys sind halt noch so, es sind die 90er und wir sind hier die Großen und sowas alles. Und das Internet hat die Grammys so hart abgestraft dafür, dass sie alle gesagt haben, ihr seid halt einfach alte Männer, denen man nicht glauben will und denen man nicht zuhören möchte. Klingt ein bisschen wie der Joko und Klaas Deal bei den deutschen Fernsehpreisen. Ja, Pat Cooper ist immer noch auf meiner Seite. Pat, du hast richtig, 13:10 ist ein sehr guter Tipp. Ich lasse jetzt Uhren so lange runterlaufen, wie es geht und mache dann ganz am Ende noch die Punkte und gewinne 13:10. Twitch wird King Kutsche gefordert als Halftime-Act, aber King Kutsche hat seine Karriere schon wieder beendet. King Kutsche, wann trittst du denn mal live hier in der Sendung auf? Wir haben dich doch eigentlich geprobt. Das geht aus Corona-Gründen gerade nicht. Der war auch echt, also King Kutsche, das war echt unter aller Kanone. Da freut sich der Chris. Der ist ja die scheiß Idee gekommen. Geile Pässe-Verteiler, geile Bässe-Provider. Die Lines aber noch drauf. Ja, er kann's. Der Ring an meiner Hand, sagte ich. Ja, und so weiter. Du kennst es ja alle. Ja, so ein bisschen was kann ich noch. So, was sehen wir jetzt? Letztes Viertel ist angebrochen. Ich kann er hat nicht. Ihn! Ja? Er hat ihn nicht. Er hat ihn nicht. Ja. Ah, 4-3, Nico, komm, sei aggressiv. Ja, muss ich. Sei aggressiver als die Bills letztes Wochenende. Muss ich. Musst du machen. So einen schönen Fake. Nee, das weiß er doch eh. Direkt auf Shotgun raus. Das weiß er doch sowieso, was ich mache. Wenn wir hier so rumquatschen. Gut. So. Hast du noch eine Frage für ihn? Da war eben noch eine Frage im Chat für ihn. Hast du die gesehen? Ja, warte, lass mich mal gucken, ob ich noch was für Daniel finde. Aber ich bin auch. Das kann nicht wahr sein. Und Touchdown. Fast ein bisschen früh. Ja, zu früh für die Taktik. Bei 4. und 3. Guck ihn dir an. Aber wie schläft denn los? Was ist da los? Ja, gehst du jetzt für 2, damit ihm viel Kohl nicht reicht? Nee. Nee. Viel Kohl trifft er auch nicht, das ist das Problem. Ich trifft auch kein Field Goal, Alter. Auf gar keinen Fall. Ja, der ist gut, geil. Ui. Nein, werf ihn doch! Ich hab doch getroffen! Ich bin echt ganz glücklich, so gut, wie du den getroffen hast. Ich bin jetzt ganz glücklich, dass du so einen echten Scheiß nicht gewusst. Okay, damit ist, was war sein Tipp? 13-10? 13-10, ja, Entschuldigung. 13-10, jetzt muss ich ihn 12-10 nach Hause bringen. Hinfällig. Ja, sorry, Pat. Sorry, Pat. Wir müssen 12-10 zurückhalten. Lieber Chat, stellt bitte noch mal ein paar Fragen an Daniel, das wäre ganz wichtig. Gerne auch Fachfragen zu den Chiefs. Kannst du einfach mal den Kickoff machen? Ja, ist ja gut. Ich muss kurz hier lödeln. Achso, so, aber nichts dabei. Achso, hier, warte mal. Achso, Waller, ne? Wir sind immer noch bei Darren Waller. Oh, was ist hier los?
Nicht aus, nicht rauslaufen. Huch. Oh, warum gehst du rein? Hast Angst gehabt, ne? Ich wollte dir einen Step Arm geben. Hast du so einen Todd Gurley-Move jetzt, oder was? Arm geben, hab ich einfach Kopf gedrückt, aber hat nichts gemacht. Aber das wäre ein sicherer Touchdown gewesen. Ja, aber dann hätte er Zeit gehabt. Ich wollte ja die Zeit so weit auch runterarbeiten. Mhm. Todd Gurley hat das damals nicht mitbekommen. Der ist so mit reingefallen, was war das noch? Ja. Wo war das noch mal? Was war das noch mal? Ja, das war gut, das war so gut. Wir, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber das waren die Falcons und... Wo er quasi rein... Und ja, und er hätte aber einfach die Zeit stoppen sollen. Ja. Das hätte er immer machen sollen. Ich weiß nicht, da kann man mal gucken, wie er denn bei dem Test, beim Wonderleg-Test abgeschnitten hat. Also ich glaube auch nicht so doll. Das wird schon hier. Ja. So, wie viel Zeit ist noch zu spielen? Wir sind im vierten 2-14. Gleich bei der Two-Minute-Warning. Gleich schon bei der Two-Minute-Warning. Oh, da hat er ihn. Natürlich wieder Devonta Adams. Natürlich. Oh. Na gut, aber jetzt hast du noch viel Zeit. Mhm. Das ist aber mal richtig Highscoring für euch, ne? Ja, das aber war die letzten Male immer 10-7 oder 3-0 oder was. Also wir haben ehrlicherweise, glaube ich, beide 0 trainiert, weil wir einfach gar keine Zeit im Alltag für sowas haben. Und wir sind, glaube ich, das ganz trainieren. Ich finde, ehrlicherweise, hier musst du schon noch einmal mehr also ein paar Tastenpunkte habe ich immer noch nicht. Du besagten Stiffarm, den er meinte, ich wollte vorhin den Fair Catch machen, ich wusste nicht, wie der geht. Das müssen wir noch drauf kriegen. Ja, auch vorbei. Hätte ich dieses Scheiß. Mir egal, ob es 4 oder 5 Punkte sind. Dann wollte ich gerade sagen, hätte einen scheiß extra Punkt gemacht. Mann. Also, du brauchst auf jeden Fall einen Touchdown, Nico. Ja. Dann musst du jetzt mal was rauszaubern. Und dieses kleine Ding, das treffe ich dann. Mhm. Hochverrat, schreibt Pat Cooper. Ja, es tut mir auch sehr leid, Alter. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber ich hab's verkackt. Einfach zu gut. Warum krieg ich keine Dings mehr angeboten da? Weil du vorhin rausgehen musst und welche Hail Mary werfen wolltest. Seitdem ist er beleidigt, ne? Coach ist sauer. Madden mag den nicht mehr. Coach ist auch sauer. Ich spiele jetzt mal kurz Aaron Andrews. Was ist Ihr Konzept jetzt für die letzten 2 Minuten? Meins? Ja. Ehrlicherweise? Ja. Uhr runterspielen und dann ganz am Ende zusehen, dass ich einen Touchdown mache. Oh, Interception. Und als erstes eine ganz frühe. Das ist natürlich ganz brutal. Oh. Ist aber schade, dass du ein Lambo spielst. Kein Lambo lieber. 22-12 ist natürlich. Geil, die 11 da hinten schön einfach. Hoch. Wer ist das? Beasley, oder? Cole Beasley, ja, genau. Ich glaube, Cole Beasley, ja. Ja, schon. Nico, nicht aufgeben, im Football ist alles möglich. Ja. Onside-Kick jetzt. Mhm. Kann nur ein Onside-Kick sein. Wieso, ich hab doch den Puck. Oh, hier wird auch nochmal gefaked. Der blöde Sack hier. Das wird nix. Nee. 10 Punkte. Bisschen langsam. 11 Punkte. Aber der Chat gibt mir auch nicht genug Tipps, wie ich hier spielen soll. Aber 10 zurück, 2 Minuten. Der hat mich nicht abgelenkt. Also ja, klar. Und der Stein im Schuh, den darf man immer nicht vergessen. Mach jetzt! Mach hin! Scheiße, verliere ich das zweite Spiel. In Folge auch, oder? Ja. Aber freue mich. Momentum change. Aber dann gewinne ich auf jeden Fall gegen die Buccaneers dann in der letzten Sendung. Die kann ich auch nicht gewinnen lassen. Und da gibt's, das Gute ist, da gibt es 2 Punkte für den Sieg, weißt du, oder? Das Einzige, was wir hier mal festhalten können, das ist vielleicht noch ganz fair, der Verlierer sozusagen darf dann das Team wählen letzte Woche, das finde ich okay. Ja, genau. Ja, das stimmt, das könntest du tun. Hast du ihn doch vielleicht ganz sympathisch für die Bills, dass sie wenigstens mal Bronze holen? Ja, die Packers gewinnen das gerade. Warum ist das denn hier so eine Scheiße? Ich will dich nicht enttäuschen. Ja, die Bills-Mafia ist nicht happy. Geht ganz leer aus, hast du? Da sind viele Platz nach so vielen Jahren Playoff-Drought, das ist, glaube ich, dann auch okay. Wo ist er denn da? Auch mal ein ganz langes Brett bei 1,40. Ne? Ja. Aber du nimmst doch keine Towers, weil du möchtest das einfach noch zu Ende bringen, oder? Ja, das ist aber nett, dass du ihn noch darauf hinweist.
Ich fühle mich, glaube ich, mit 10 Punkten ganz ganz. Das Ding ist doch durch, das schaffe ich hier nicht mehr. Ich habe eine Interception, aber vielleicht laufe ich dann auch nur noch. Ja. Oh, scheiße, Alter, 22. Das wir zählen aber auch hinter die Gesamtpunkte zusammen, oder? Dein Gesicht zählt nachher jetzt Gesamtpunkte zusammen. Oha. Und den hat er mit einer Hand. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und natürlich wieder Stefan Diggs. Wie viele Yards waren das? Wurde das angezeigt? 75 oder so? Ja, das war schon eine Menge. Und den fängt er richtig mit einer Hand, oder? Zack, mit einer Hand. Ja. Lässig. Ja, danke, nehme ich. So, ja. War auch genau so geplant, oder? Ja, genau so geplant. So, jetzt bin ich gespannt. Nun bin ich gespannt. Noch, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Wer ist auf die verdammte Idee gekommen, dass wir hier mal eine Partie spielen? Oh Mann, Alter. Ja, ja. Gut, aber eine Interception jetzt. Onside-Kick. Warum denn nicht? Kann ich das noch machen? Kannst du einen Timer sehen? Kann das noch machen. Ich hab zu schnell drauf gedrückt. Oder ein Rabona. Komm, mach mal, mach was, was mache ich jetzt? Hier, da, da, Onside Kick. Onside Kick. So. Auf Schnee vielleicht ganz gut, ne? Bringt das jetzt eigentlich was, wenn der besonders schlecht. Naja, er muss auf jeden Fall ja 10 Yards weit gehen. Also, wenn du jetzt zu weit nach links gehst, dann geht er keine 10 Yards lang, dann darfst du ihn nicht berühren. Das heißt, darauf musst du achten. Okay. Der Wante. Ja, da muss man probieren. Ja. So. Ein bisschen unrealistisch, oder? Dass Devonta Adams in dem Moment jetzt auf dem Feld steht? Ich glaube nicht. Wenn es um den weltbekannten dritten Platz geht, ja, wenn man die Medaille haben möchte, dann setzt man alles an Star Power ein, auch in so einem wichtigen Down. Okay. Also, ich weiß gar nicht, wer den Onside-Kick, fand ich letzte Woche das erste Mal seit, keine Ahnung wie lange, wieder ein Onside-Kick erfolgreich, was ich im Kopf hatte, gegen die Chiefs. Von den Bills war einer erfolgreich, genau. Aber ich glaube, das war bei den Bills aus der Bills-Historie das erste Echt? Mal. Ich glaube auch in der Saison. 2016, dass das wieder geklappt hat. Auch in der Saison das erste Mal seit 42 Onside-Kicks oder irgendwas. Warum klappt das dann nicht immer so wenig? Dass das, Weil das einfach unwahrscheinlich ist. Also die Regeln spielen ja schon sehr gegen. Ja. Den Packers ist es auch mal doll in die Hose gegangen. Ich muss jetzt eben noch 25 Sekunden abwarten, dass die Zeit oder das tut mir ja leid, aber. Okay, Gomba schlägt vor, Gomba 666, Spiel um Platz 3, Pudding Bowl. Auch gut. Sehr gut. Du Blöder, wie du das jetzt dreckig runterspielst, Alter. Du würdest es genauso, dein Zeitspiel bei FIFA ist genauso. Oh, du hast gar keine Timeouts mehr. Nee. Bei 3. und 12. musst du dich punten, das ist eigentlich riskant. Ein First Down noch, hast du gewonnen. Und die Zeit läuft und läuft. Du suchst jetzt ganz in Ruhe. Spielst du aus, oder? Genau, also was soll ich denn machen? Also kennt ihr noch Jeopardy mit Elster? Das war immer meine Lieblingsmelodie früher. Dieses ding, 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 ding. Aber ohne Auszeit ist es natürlich schwierig. Immer schön rauswerfen. Mhm. Ich kann jetzt auch noch punten, das ist schön. Muss jetzt auch relativ schnell rauskriegen, oder? Die nachfolgenden Sendungen, meine Damen und Herren, verschieben sich voraussichtlich um 2 bis 3 Stunden. Nein! So, ich bin gespannt auf deine Taktik. Ja. Bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ich auch. Ich würde jetzt, glaube ich, ruhiges Laufspiel auf jeden Fall. Die da hinten stehen und warten, die Arschlöcher.
Wenn der Ball dann also runterfällt. Mhm. Mhm. Zum Glück habe ich davon noch. Meinst du das Trikot? Oder ist das das, was Daniel dir vorhin gezeigt hat? Ja, das hat er gezeigt, genau. Ah, okay, gut. Das war der NBA-Spieler, ne? Ja. Ich sage trotzdem vielen Dank an den Kommentator bei Twitter. Der hat nämlich auch nochmal hier reingeschrieben, wie dieser NBA-Star heißt, der Bochum. Trent Junior, oder? Der Bochum-Trikots trägt. Gary Trent Junior, ja. Stark. Vielen Dank. Sehr hübsch. Großer Fame für VfL Bochum, oder? The Greek Freak hier von links, der hat doch irgendwas, hat er doch auch getragen. Fang ihn doch! Noch eine Sekunde. Einen habe ich noch, den allerletzten. Ding, 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 ding. So, gab es schon ein paar Vorschläge, was wir nächste Woche machen? Nee. Doch, einer hat gesagt, wir sollen Freitag machen. Ja, stimmt, einer hat das geschrieben. Ja. Ach, das ist doch scheiße. Vorbei. Herzlichen Glückwunsch an Daniel. Tja, was soll ich auch machen bei weißen Trikots auf weißem Boden? Herzlichen Glückwunsch an die Green Bay Packers. Ich will das nehmen. Das weltberühmte Spiel um Platz 3, die Weltneuheit, geht an Green Bay. Ich bin schlecht. Aber Rodgers jubelt ja auch ziemlich stark. Also merkt, ich bin schlecht, genau. Lass uns aufhören. Ich will nicht mehr. Ja, bevor du hier jetzt noch anfängst zu randalieren. Scheiße. Nee, schöne Sendung. Bisschen überzogen. Was ein kleines bisschen. Aber nur eine halbe Stunde länger als sonst. Weil dein Quiz so lange gedauert hat, Alter. Vorhin hast du es auch gelobt, du hast es gewonnen. Ja, das stimmt. Ey, Leute, es war wieder ein Fest. Ja. Wir werden auf jeden Fall irgendwas Richtung Super Bowl machen, denn wir wollen noch eine vierte Folge von Road to the Bowl machen. Ich glaube, wo ich noch gerne darauf hinweisen würde, ist Clubhouse. Auch um hier halb jetzt. Neun sind wir da. Für eine halbe Stunde. Also wir wollen auf jeden Fall in den nächsten Tagen relativ viel auf Clubhouse machen. Kutsche hat schon Lunch Talks gemacht. Wenn ihr noch keinen Invite habt, aber ein Apple-Handy habt und sagt, ihr habt Lust, könnt ihr euch gerne bei Twitter, bei der Footballerei melden. Oder direkt bei Daniel unter Beamit. Direkt bei mir, aber ich glaube, Footballerei ist bekannter, von daher gerne da melden. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir kriegen noch ein paar Invites. Ich glaube, auf dem Footballerei-Account noch ein paar. Ihr könnt eure Freunde dann weiter einladen. Gute Sache. Da werden wir, glaube ich, ob es Lunch-Talks sind, ob abends mal was ist, immer mal wieder was machen. Illustre Gäste haben. Wir haben mit Ingo Seubert Moderator bei der Sohn gesprochen. Ich glaube, da haben wir ein paar interessante Sachen und wollen die Diskussion einfach weiter am Leben halten. Das Schöne ist halt, wer es noch nicht kennt, man kann euch da auf die virtuelle Bühne hieven und ihr könnt auch was sagen. Also das ist nicht nur schreiben, sondern auch auf der Tonspur. Das ist ganz schön. Ja, genau. Macht Spaß. Wir wollen euch alle dahin holen. Wir vergeben gerne Invites, wenn wir welche haben. Da ist die Kamera. Den musst du da sagen. Da ist die Kamera, da ist die Kamera. Irgendeine wird sein. Ja. Leute, kommt vorbei. Ich habe jetzt schlechte Laune. Ja, wir sehen uns beim vierten Teil, ne? Oder? Ja, genau. Wir werden euch mitteilen, wann genau das sein wird. Wenn ihr Wünsche habt, wie gesagt, schreibt uns gern. Nico ist offen für Rezepte auf jeden Fall auch noch. Mhm. Ja. So wir wollen auch Fotos sehen. Also wir wollen am Ende auch Fotos deines Super Bowl Barbecues sehen. Oh ja. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Du musst uns dann auch noch sagen, aber ist ja alles nicht erlaubt, leider. Sonst hätte ich mich jetzt selbst eingeladen zum Chicken Wings Essen bei dir. Herr Nico, so schick dir was mit Kurier vorbei oder so. Das wäre gut.